Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zum Münchner Wirtschaftstag begrüßen, den wir nicht ohne Grund am Münchner Flughafen machen. Nicht nur deswegen, weil wir dankenswerterweise von Michael Kerklo eingeladen sind. Nein, auch deswegen, weil der Flughafen 25-jährigen Geburtstag gefeiert hat letzte Woche und weil wir natürlich mit unserer Präsenz hier auch klar machen wollen, dass wir als Wirtschaftsbeirat absolut hinter dem Flughafen und seinem weiteren Ausbau inklusive der dritten Start- und Landebahn stehen. Und Sie merken es alle, wir brauchen noch eine bessere Verkehrserschließung des Flughafens. Hat jeder darunter gelitten, herzukommen, oder? Wie war das heute? Ja. Also wir erwarten auch noch jede Menge Teilnehmer, die noch nicht durchgedrungen sind. Aber ich bin ganz optimistisch, dass die in den nächsten 20 bis 30 Minuten hier eintreffen werden. Ich habe jetzt hier auch ein paar Leute auf meiner Begrüßungsliste, von denen ich vermute, dass sie noch nicht da sind, bzw. ich habe sie noch nicht gesehen. So zum Beispiel die stellvertretende Regierungspräsidentin Oberbayern, die Frau Andrea Degel. Den Heinrich Traublinger, den ich ganz herzlich begrüße, als den Ehrenpräsidenten des Bayerischen Handwerks, den habe ich schon gesehen. Genauso wie den Bundestagskandidaten für München Nord, auch einen glühenden Verfechter der dritten Start- und Landebahn, den Bernhard Loos. Wen ich noch nicht gesehen habe, ist der Stefan Sellmeier von der Lufthansa. Da hinten, ja, wunderbar. Der Thomas Schmidt vom Bauindustrieverband, der, glaube ich, die bessere Anbindung gerne bauen lassen würde, den habe ich auch noch nicht gesehen. Genauso wie den Vorstand vom Bund der Freien Wohnungsbauer, den Professor Ottmann. Es freut mich, aber das ist unser Dr. Marc Tenbücken, der Vorstand der jungen Unternehmer, geschafft hat, pünktlich da zu sein. Die Jungen stehen halt früh genug auf, genauso wie der Vincent Ellison. Dagegen fehlt mir noch unser Ehrenpräsident, der Hubert Stärker. Aber ich freue mich sehr, dass unser frisch gebackener und bereits sehr gut etablierter und nimmermüder Generalsekretär, der Herr Dr. Schachtner, da ist. Des Weiteren begrüße ich alle Vertreter des konsularischen Korps und der Presse, dafür eigentlich stellvertretenden Peter Althammer von der Wirtschaftsredaktion, und den habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich vermute mal, die stehen alle genauso wie ich im Stau. Deswegen fangen wir auch nicht so ganz pünktlich an. Ich bitte das zu entschuldigen und freue mich sehr, dass Sie heute alle da sind. Ja, das Thema heute ist Wachstum und Verkehrsinfrastruktur, Infrastruktur als Wachstumsbremse und dazu die Frage, was sind die Chancen der digitalen Revolution? Wie kann uns das helfen bei der Entwicklung unserer Infrastruktur? Ich denke mal, das ist eine Sache, über die wir uns alle klar oder einig sind, zumindest im Wirtschaftsbeirat. Wachstum insgesamt ist eine gute Sache und ein durchaus erstrebenswerter Zustand, weil ohne Wachstum können wir unseren Wohlstand nicht erhalten. Die große Frage ist nur, wie schaffen wir die Akzeptanz bei den Menschen für das Wachstum, das wir brauchen? Und wir merken es in München täglich, das Wachstum bringt seine Probleme mit sich. München wächst. Wir sind seit 2005 um knapp 200.000 Menschen gewachsen in München, in der Stadt selber. Das ist eine kleine Großstadt. Mainz hat 200.000 Einwohner, ja, mit 70 Schulen, ich weiß auch nicht, 10 Krankenhäusern und aller Infrastruktur. München hat das einfach mal so innerhalb von 12 Jahren nebenbei gemacht. Das wirft natürlich große Fragen und Schwierigkeiten auf. Deswegen stehen wir ja auch teilweise im Stau. Und wir müssen uns fragen, wie können wir dieses Wachstum so gestalten, dass die Menschen damit zurechtkommen. Und um einen Spruch aus der Phrasendreschmaschine der Managementschule mal kurz umzuwandeln, wo es immer heißt, work smarter, not harder, könnte man hier auch sagen, grow smarter. Ja? Und das Wachstum, das wir brauchen, ist intelligentes Wachstum. Das bedeutet natürlich zum Beispiel auch in der Wirtschaft, wir wachsen ressourcenschonend, wir wachsen durch Produktivitätssteigerung und nicht dadurch, dass wir mehr in die Maschine reinwerfen, sondern dass wir aus dem, was in die Maschine reingeworfen wird, mehr machen. Und im Bereich der Infrastruktur kann man das natürlich genauso übersetzen und sagen, wie können wir intelligent wachsen? Wie können wir mit dem vorhandenen Raum, den wir nun mal haben und der begrenzt ist, wie können wir mit dem umgehen? Und hier sehen wir eine große Chance im Digitalen. Wir können das Digitale zum Beispiel nutzen, um die bestehenden Ressourcen besser zu nutzen.
um eine, durch eine intelligente Verkehrssteuerung zum Beispiel. Jeder hat heute ein Smartphone, er soll es im Auto zwar nicht verwenden, aber grundsätzlich kann man das verwenden, um die Verkehrsflüsse, die Menschenflüsse zu steuern, die irgendwo hinwollen. Wir können es nutzen, um Parkraum zum Beispiel zu nutzen und damit Parksuchverkehr abzubauen. Oder wir können auch digitale Systeme nutzen, die Daten, die wir dadurch bekommen, um Ressourcen zu teilen. Also Carsharing ist ja so eine schöne bayerische Erfindung. Genauso wie das gemeinsame Nutzen von Wohnraum oder von auch von Arbeitsflächen. Also hier kann man über das Thema gemeinsame Nutzung und das wiederum digitalisiert oder digital organisiert einiges machen. Und ich will gar nicht von den Möglichkeiten des autonomen Fahrens sprechen, was am Ende des Tages eigentlich die Revolution im Individualverkehr darstellt, weil das Interessante ist gar nicht mal so, dass man auf der Autobahn oder im Stau nebenbei lesen kann oder sich zu seiner Frau umdrehen. Das Interessante ist, dass man einen Verkehr in einer Großstadt so reibungslos organisieren kann, dass man auf einer Straße deutlich mehr Kapazitäten unterbringt, als wenn jeder sich hier selbstständig bewegt. Die interessante Frage ist natürlich, was machen dann die Leute, die kein autonomes Auto haben dazwischen? Die werden sich wundern. Aber gut, das sind alles Fragen, die man klären muss. Wir haben aber auch die Möglichkeiten, über die Digitalisierung den Verkehr zu vermeiden oder zu reduzieren. Zum Beispiel eben über Modelle des Coworking, des Heimarbeiten, der Kommunikation, die man eben virtuell macht, wo man den Platz nicht, wo man den Ort nicht wechseln muss. Keine neue Erfindung, aber eine Erfindung, die über die Digitalisierung deutlich einfacher ist. Oder die Bündelung von Verkehren, ich sage jetzt mal im Lieferverkehr oder auch beim Personenverkehr, wo man eben über Carsharing oder Callbus-Systeme arbeiten kann. Alles Dinge, die nur dann gehen, wenn ich die Daten habe und die Daten schnell genug verarbeiten kann. Und dafür brauche ich die Digitalisierung. Das ist eine große Chance. Wir wollen auch gar nicht von Zukunftsvisionen reden wie 3D-Druckern, die den Menschen ermöglichen, Produkte zu Hause herzustellen und gar nicht mehr aus dem Haus gehen zu müssen, um die einzukaufen. Das hören die Einzelhändler ungern und das ist auch ganz weit weg. Aber es gibt hier unglaubliche Möglichkeiten, wie man Verkehr vermeiden kann und wie man Menschen letztendlich, mehr Zeit geben kann, die zu Hause oder im Büro zu nutzen. Der Flächenbedarf wird dadurch natürlich auch reduziert. Also ein breites Feld. Und wir reden natürlich auch nachher in einem unserer Impulsreferate über die Frage der intelligenten Stadtplanung, weil auch diese Sachen wollen natürlich geplant werden. Wir haben hier auch die Möglichkeit und die Notwendigkeit, neue Städte oder bestehende Städte so zu planen, dass die Verkehre reduziert werden. Was mich dazu bringt, dass wir natürlich auch nach wie vor unsere traditionelle Infrastruktur brauchen und nicht vernachlässigen dürfen. Also das, bei aller Begeisterung für die Digitalisierung und den Optimierungsbedarf und die Möglichkeiten, wir werden nicht umhinkommen, natürlich auch darüber zu reden, wie wir die Hardware ausbauen. Da ganz weit vorne steht natürlich der öffentliche Personennahverkehr. Wir brauchen mehr U-Bahnen, wir brauchen mehr S-Bahnen. Also ich meine, ich freue mich sehr über die zweite S-Bahn-Stammstrecke, aber das ist nur der Anfang. Wir werden gerade in der Metropolregion München, wo wir über 5 Millionen Menschen sprechen, wo wir über einen Wachstumsdruck in der Kernstadt reden, werden wir einen öffentlichen Personennahverkehr brauchen, der bis raus in die entferntesten Winkel geht und die Menschen tangential und radial zusammenbringt. Also hier wird einiges notwendig sein. Wir brauchen nicht nur die zweite S-Bahn-Stammstrecke, wir brauchen auch den S-Bahn-Südring, wir brauchen auch den S-Bahn-Nordring. Also wir werden eigentlich alles parallel machen müssen, um das Wachstum, das wir Gott sei Dank erleben, unterbringen zu können. Natürlich, das sage ich auch ganz ausdrücklich, wir werden natürlich auch den Individualverkehr weiter fördern müssen. Wir brauchen hier diese intelligenten Steuerungsmöglichkeiten. Wir werden eine ganze Reihe von Straßentunnels brauchen. Wir werden natürlich auch einen Autobahn-Südring brauchen. Das möchte ich an der Stelle ganz ausdrücklich betonen, damit der Verkehr nicht nach München reingeht, sondern nach München herumgeht. Also die Hardware, die brauchen wir und zwar dringend. Und das bringt mich natürlich auch zu meinem letzten, aber nicht unwesentlichsten Punkt. Wir brauchen ganz dringend die dritte Start- und Landebahn hier am Flughafen, damit wir auch weiterhin als Drehkreuz, damit München auch weiterhin als das internationale Ziel weltweit bestehen bleiben kann und wir als dieser Wirtschaftsstandort, auf den wir so stolz sind, der auch die Zukunft
sichert, nicht nur der, ich sage jetzt mal, der Menschen in München, sondern eigentlich des ganzen Bereichs Bayern letztendlich. Dafür brauchen wir diese dringend notwendige Erweiterung. Und deswegen sind wir heute auch hier, um unsere Solidarität mit dem Flughafen zu demonstrieren und unsere Unterstützung hier tatsächlich auch nochmal zu betonen. Ja, in dem Sinne werde ich auch sofort überleiten zu dem Hausherrn Michael Kerkloh, der uns selber noch ein paar Takte zu dem Thema sagen wird. Und freue mich, dass ich dann auch jetzt, ich habe das nicht vergessen, auch unsere Referenten begrüßen darf. Wir werden bei den Impulsreferaten aus Zeitgründen eine Reihenfolge verändern. Wir werden nämlich beginnen mit dem Herrn Schuster, dem Head of Business Operations von Nokia Mobile Networks, der uns über die Digitalisierung und Infrastruktur berichten wird. Herr Schuster, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Danke. Oder machen wir es so, ich begrüße alle und dann klatschen wir nachher gesammelt. Das ist vielleicht einfacher. Ich freue mich dann über das Impulsreferat von Herrn Berger von dem Think Tank To Be Ahead, einem Zukunftsforschungs-Think Tank, der uns über die Stadtentwicklung aus der Sicht des Zukunftsforschers berichtet. Dann gefolgt von Herrn Professor Wulfhorst, der Professor an der Technischen Universität München ist für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung, wo es eben um die intelligente Stadtplanung gehen wird. Danach aus dem Haus des Wirtschaftsbeirats Vincent Allison, der über die Daten einer Stadt nachdenken wird und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Dann in der Podiumsdiskussion freue ich mich, wenn der Wirtschaftsbürgermeister Josef Schmidt noch dazukommt, der noch nicht da ist, der wahrscheinlich auch im Stau stehen wird, aber der tatsächlich erst später kommt. Und danach werden wir ja, in der Podiumsdiskussion diese Themen gerne auch mit Ihnen zusammen nochmal aufarbeiten. Ja, in dem Sinne, wenn Sie jetzt die Referenten nochmal mit einem warmen Applaus begrüßen, freue ich mich und die Referenten auch. In dem Sinne darf ich weitergeben an den Hausherrn Michael Kerkloh. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, lieber Hans Hammer, lieber Herr Dr. Schachtner, vielen Dank erstmal für die netten Worte zur dritten Stadtbahn. Ich rede heute übrigens nicht über die dritte Stadtbahn. Außer, dass wir sie brauchen. Nein, wunderbar, wir haben eine tolle Rollenteilung. Das ist ja genau das, woran wir jahrzehntelang gearbeitet haben, dass andere über die dritte Stadtbahn sprechen und nicht wir alleine. Weil sie ist ja für, die ist ja nicht für mich die dritte Stadtbahn, die ist ja für alle Menschen, die in den nächsten 30 Jahren mehr Perspektiven haben wollen. Einen Punkt hat er übrigens vergessen, weil das ist auch immer so die Perspektive, in der das in der Regel diskutiert wird. Es sei eine Startbahn für die Münchner oder für die Bayern, ja auch. Unser Verkehrsmix ist aber so, dass 50% nach München wollen. Ja, also wenn ich mir die Passagierzahl angucke, wir werden Ende dieses Jahres 44 Millionen haben. Heute ist so einer der Spitzentage. Ja, kurz vor Christi Himmelfahrt mit dem langen Wochenende werden so 140.000 Passagiere ungefähr sein. Es hängt auch mit der hohen Attraktivität von Bayern, von München, auch für andere als nur wirtschaftliche Zwecke zusammen. Ein sehr, sehr attraktives Reiseziel, was nicht für alle Städte gilt, an denen große Flughäfen sind. Aber wir haben hier den idealen Mix und wir merken eben auch, dass das zunehmend weltweit ein Thema ist. Ganz interessanter Punkt morgen, nur damit Sie mal so ein kleines Detail hören. Wir haben normalerweise 1700 Chinesen am Tag hier, ja? Die natürlich München anfliegen, um dann meistens eine Europatour zu machen. Die ist dann relativ standardisiert. Das ist mittlerweile hochindustriell organisiert, ja, mit entsprechenden Reisegruppen. Morgen haben wir aber statt 1700 2500 Chinesen. Das sind mal locker 20-30% mehr. Auch weil da spielen bestimmte Dinge eine Rolle, aber da gibt es einen riesen Treiber dahinter. Und es geht tatsächlich darum, das smart entsprechend zu entwickeln. Was wir nicht schaffen werden, ist diese Attraktivität zu vermindern,
Ja, und das, was sich rumspricht weltweit, spricht sich ja rum. München, Bayern ist einer der Primärstandorte in Europa. Und zwar nicht nur Wirtschaftsstandort, sondern es ist natürlich ein exquisiter Wissenschaftsstandort. Es ist ein Champions League Kulturstandort. Ja, und es ist natürlich auch, wenn wir die traditionellen Werte hier uns anschauen, die München verkörpert, natürlich eine extrem gastfreundliche Stadt, eine extrem gastfreundliche Region mit einer ganz eigenen Identität, die man weltweit übrigens auch von der Ikonografie identifizieren kann. Ja, also es ist tatsächlich so, wenn wir mit Dirndl, was wir auch, wenn wir auf Akquise gehen im Ausland, dann haben wir natürlich immer eine Blasmusik dabei und Dirndl und die Burschen haben natürlich Lederhosen an. Da muss man nicht viel machen, um erstmal sozusagen einen visuellen Footprint zu hinterlassen. Und das alles spielt natürlich eine große Rolle. Aber es ist völlig richtig, das Wachstum muss smart sein. Und ich will heute aber über einen Punkt reden, der vielleicht nicht so bekannt ist, der aber zur gesamten Unternehmensstrategie unseres Flughafens primär dazugehört, weil hinter diesem CO2-neutralen Flughafen, den wir anstreben, natürlich auch sowas wie die Lizenz zum Wachsen steht. Weil wir wissen natürlich schon auch Wachstum der Mobilität hat natürlich auch seine Schattenseiten im sogenannten CO2-Fußabdruck. Und wir müssen alles tun, damit wir den technischen Fortschritt, den es gibt und was möglich ist überhaupt organisatorisch, dass wir das auch entsprechend umsetzen und dass wir die entsprechenden Partner dazu auch finden. Das gehört mit ganz zentral auch zu den Unternehmenszielen, die wir verfolgen. Das ist bei uns sogar so hart formuliert, dass das Management, also das Top-Management, die Führungsebene nach mir, die haben CO2-Ziele und wenn die sich mit ihren Bereichen, die werden auch festgelegt und wenn die nicht erreichen, dann spüren die das im Bonus. Also anders funktioniert es häufig manchmal nicht. Es ist also nicht nur so dahergesagt, weil wir ja häufiger auch kritisiert werden, das seien alles nur Lippenbekenntnisse. Dem ist überhaupt nicht so, weil der Mindset, den wir haben als Fünf-Sterne-Flughafen, als ein Benchmark-Flughafen in Europa auch, heißt, dass wir Corporate Social Citizen, will ich mal so sagen, als ein Unternehmen mit einer großen öffentlichen Reichweite, wo eben nicht nur das Kerngeschäft eine Rolle spielt, sondern vieles dazu, ein gutes Beispiel abgeben wollen. Und insofern will ich Ihnen heute mal kurz diese Geschichte ein bisschen erzählen, wie das geht und wie wir das machen und was das eigentlich überhaupt ist, weil man fragt sich natürlich, geht doch gar nicht CO2-neutral zu sein als Flughafen. Was meinen die da eigentlich damit? Das gehört also mit dazu und ich rede jetzt heute nur über die Themen. Herzlich willkommen. Das Ganze natürlich eingebettet in die Erfolgsgeschichte des Flughafens jetzt die letzten 25 Jahre. Auch das, wenn Sie sich die Medienberichte anschauen von 1992, deswegen immer Vorsicht, wie Medien sich irgendwie festlegen. Da war ja vom Größenwahn im Moos die Rede. Es gab 2 Jahre nach Flughafeneröffnung sogar. Da hatten wir tatsächlich eine leichte Flaute im Luftverkehr. Da schrieb dann eine nicht unmaßgebliche Münchner Zeitung, dass ja offensichtlich die ganzen Träume der Flughafenplaner zerplatzen würden und der Flughafen München wohl offensichtlich jetzt bald den Rang von Eggenfelden haben würde und Augsburg. Das war 1994. Mittlerweile ist der Flughafen 4-mal so groß, wie er gestartet ist, 1992. Und wir haben uns natürlich zu einem interkontinentalen Drehkreuz und zu einer ganz großen Nummer, ich sag mal, wir spielen Champions League in Europa. Also sind das FC Bayern der Flughäfen in Europa. Also eine tolle Geschichte, aber auch begünstigt durch gute politische Rahmenbedingungen, das darf man auch nicht unerwähnt lassen. Ganz, ganz wichtig. Also ich kann Politikern immer nur noch Mut zusprechen, hier auch ab und an mal etwas mehr in die Offensive zu gehen, weil in Bezug auf den Flughafen München, ganz grundsätzlich, hat das ja vor 25 Jahren
oder für 30 Jahren am Ende funktioniert, auch wenn wir ein paar Umwege gemacht haben. Wir beschäftigen uns mit sehr, sehr vielen Themen, die natürlich auf uns zurollen. Das Thema Digitalisierung nimmt einen immer größeren Raum ein. Wir sind auch sehr stark betroffen immer von den globalen Makrotrends, die es gibt. Die schwappen auch immer hierher. Wir sind auch häufig für Unternehmen sowas wie ein Testfall. Es werden hier Dinge ausprobiert. Wir haben also schon sehr, sehr früh mit alternativen Kraftstoffen zum Beispiel hier experimentiert, wo man was ausprobieren kann und wo man natürlich auch ein relativ großes Schaufenster hat in die Welt. Denn wir sind ja tatsächlich mit der Welt verbunden. Wir kommen von hier aus überall hin in 24 Stunden. Was wir aber natürlich sehen, sind auch ganz verändertes, in Anführungsstrichen, Kundenverhalten. Unsere Gäste verhalten sich anders. Wir sehen so jetzt doch erste Trends auch hinsichtlich der veränderten Kundenbedürfnisse, insbesondere dieser berühmten neuen Generation, die ja auftaucht, wobei die Generation Y ja schon nicht mehr die neueste Generation ist, sondern die Generation Z oder Z, die kommt jetzt mit völlig anderen Lebensstilen, anderen Mobilitätsverhalten. Die wollen im Rahmen der Sharing-Economy-Ideen möglicherweise das Auto nicht mehr besitzen, aber mobil sind die trotzdem wie wahnsinnig. Ja, also es gibt ja auch bei vielen Menschen im Grunde genommen zwei Seiten, die ich auch gut verstehen kann und nachvollziehen kann. Die eine ist, ich will natürlich die Welt retten. Ja, jeder will die Welt retten, wir übrigens auch. Wir wollen die Welt retten und gleichzeitig will ich aber auch die Welt umarmen, will alles sehen und alles machen mit dieser Welt. Natürlich intelligent, aber ich mache das. Ja. Und so ist es eben so, dass gerade diejenigen, die die Welt retten, und wir stellen übrigens auch fest, die Startbahn verhindern wollen, diejenigen sind, die am meisten mobil sind. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich kann es ja hier sagen, hier ist ja mehr so eine homogene Gruppe, politisch, denke ich jetzt mal. Wir machen einmal im Jahr eine große Untersuchung, also deutschlandweit, nicht der Flughafen München, sondern der Bundesverband des deutschen Luftverkehrs, der deutschen Luftverkehrsindustrie. Und da wird alles abgefragt, wie häufig fliegt ihr, fühlt ihr euch sicher, wie findet ihr das Sicherheitsniveau, ist das preiswert, dann auch, wie alt bist du, Bildungsstand und so weiter. Uns wird auch nach Parteienneigung gefragt. Also wenn nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären, was würdest du wählen? Dann kommt dann halt auch ein gewisses Cluster raus und wir stellen fest, wer fliegt am meisten? Was denken Sie? Das sind diejenigen, die grünaffin sind. Ja? Und zwar mit weitem Abstand. Also wenn man aber es hat natürlich auch seinen Grund, weil da sind ja viele urbane, in Anführungsstrichen, Eliten dabei, die natürlich über die Zukunft nachdenken, aber die haben auch das höchste Mobilitätsverhalten. Und diesen Widerspruch, den man persönlich hat, also so nach dem Motto, wenn ich das diskutiere mit Einzelnen, mein Flug gibt es ja schon, ihr braucht aber keine Startbahn, dann sage ich immer, wir drehen hier ein richtig großes Rad. Und den meisten sind die großen Zahlen nicht klar, wenn alle statt zweimal im Jahr dreimal fliegen, so nach dem Motto, mein Flug gibt es ja. Ob ich jetzt zwei oder dreimal fliege, ist egal, das ist die These. Wenn alle statt zwei dreimal fliegen, habe ich ein 50-prozentiges Wachstum. Das ist Ihnen klar, ne? Also wirklich ganz normal, das ist erste Klasse. Und wenn von nur 10% dieser Menschen statt zwei, dreimal fliegen, habe ich immer noch ein 5-prozentiges Wachstum. Und die seriösen Wachstumsprognosen, die wir haben, das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für Europa, in Asien ist es noch stärker, die sagen, innerhalb der nächsten 15 Jahre, also bis zum Jahre 2030, Luftverkehr wächst um 50%. 50%, das hört sich groß an, ist aber pro Jahr auch nur 3%. Ja, pro Jahr 3% auf 15 Jahre, 50% Wachstum. Darüber reden wir. Also wir bemerken das nicht so. Oder natürlich sind die Flüge noch da. Aber der Treiber ist unheimlich groß. Und wenn Sie sich dann überlegen, wie lange diese Infrastrukturprojekte brauchen. Wir sind jetzt im 12. Jahr mal für den
Fall, dass es eine Entscheidung gäbe in diesem Jahr, brauchen wir noch 6 Jahre, bis die Bahn am Netz ist. Vor 2023 gibt es da gar nichts. Dann sind wir 18 Jahre unterwegs mit dem Projekt. Darüber reden wir. Und das ist aber alles hochabstrakt. Und eine der wichtigen Aufgaben ist, dass wir das tatsächlich auch erläutern. Also es gibt deutlich sich entwickelnde Mobilitätstrends. Einer ist natürlich smarter, sich zu bewegen. Im urbanen Kontext, das werden wir ja später noch sprechen, verändern sich natürlich dann auch tatsächlich die Idee darüber, was ist jetzt eigentlich individuelle Mobilität, wie sieht die eigentlich aus? Ja, also radel ich vielleicht zukünftig oder wird die Innenstadt gesperrt und es gibt intelligente autonome Fahrsysteme, was sicherlich kommen wird und das vermutlich schneller, als wir so glauben, innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre, die dann die beschränkten Kapazitäten, die es in der Stadt gibt, was Straßen anbelangt, einfach wesentlich besser nutzen werden. Das braucht noch viel Testen. Wir testen sowas auch übrigens. Ja, wir haben jetzt gerade am Wochenende im Rahmen unserer 25-Jahr-Feiern, hatten wir ja große Family Days, den ersten autonom fahrenden Bus vorgestellt. Ja, der fährt einfach ohne einen Busfahrer auf einer vordefinierten Strecke, hält, kann auch Kurven fahren, das geht alles. Und wir können beispielsweise in naher Zukunft auch dann ausprobieren, richtige Testfälle unter operativ normalen Bedingungen durchführen, wo wir auf dem Flughafengelände unsere Mobilitätstransporte, Notwendigkeiten, die wir haben, hier arbeiten 35.000 Menschen, so vielleicht auch verbessern. Das ist wichtig und im Rahmen der ganzen Ressourcenwandel- und Klimawandeldiskussion müssen wir das sowieso machen, weil wir sind nur dann glaubwürdig, wenn wir alles, was wir können, auch die Finanzkraft, die wir haben, entsprechend verantwortlich auch in ein solches Programm umsetzen. Das ist unser Flughafen, mal so perspektivisch im Jahr 2025. Ein bisschen spielerisch für unsere Mitarbeiter, das ist sozusagen unsere strategische Landkarte. Und da taucht eben nicht nur Luftverkehr auf, sondern digitale Vertriebskanäle, ja, die partnerschaftliche Standortentwicklung, weil wir sind ja eine Lokomotive und ziehen unheimlich viele mit. Das sollte aber so koordiniert wie möglich sein, sich so einfach mit den sag ich mal, kommunalen Rechten, die die Kommunen haben, die müssen sich überhaupt nicht abstimmen und konzertiert oder gemeinsam vorgehen, in Klammern, da stehen ja dann noch immer Gewerbesteuerentwicklungen dahinter, ist hochschwierig, aber wir brauchen eine viel, viel größere Idee eines koordinierten gemeinsamen Vorgehens. Was wir nicht schaffen werden, ist das Wachstum zu bremsen, also müssen wir es vernünftig kanalisieren und möglichst intelligent machen. Das ist unsere strategische Landkarte, das ist unser da ist auch die dritte Bahn drin, aber wir haben hier natürlich auch Entwicklungen auf unserem Gelände. Wir haben ein sehr großes Gelände im sogenannten Immobilienbereich. Die Airport City wird weiter wachsen und die Überlegung ist, den Flughafen, was er ja am Ende schon jetzt ist, aber zu einem noch weiteren und sichtbareren Zukunftsstandort und im Innovationsstandort entsprechend auszubauen. Und dazu gehört auch, einer dieser Bubbles ist eben im Rahmen der unternehmerischen Verantwortung unser Engagement im Klimaschutz. So, wir hatten bisher das Ziel, klimaneutral zu wachsen. Das heißt, auf der Grundlage unseres Klimafootprints, also was haben wir für CO2 ausgestoßen, als Flughafenanlagenbetreiber 2005, das Ziel war, bis zum Jahr 2020 klimaneutral zu wachsen. Das haben wir auch geschafft. Wir haben einfach unseren CO2-Ausstoß gedeckelt und sind aber in der Zeit zwischen 2005 und 2016, ich glaube, 2,5 Mal mindestens um das Doppelte gewachsen als Flughafen, aber wir haben es sozusagen mit dem gleichen CO2-Ausstoß gemacht. Da gab es dann bei uns ein Programm mit vielen einzelnen Maßnahmen, die wir dann umgesetzt haben. Da steckt zum Beispiel dahinter, dass wir haben ein eigenes Blockheizkraftwerk mit einer ganz hohen Energieeffizienz.
Der Anteil des Fremdbezugs von Energie haben wir ganz stark runtergefahren. Was wir da jetzt noch beziehen, schauen wir, dass das aus regenerativen Energien kommt. Aber selber haben wir hier so viele Möglichkeiten, beispielsweise bei der Gebäudesanierung oder nur mal ein Beispiel, das gesamte Stadt-Landebahn-System, was eine hohe fünfstellige Zahl an Lampen hat, haben wir umgestellt auf LED. Das kostet eine Menge Geld, haben wir aber gemacht. Und in der Flughafenbeleuchtung gibt es sowieso eine unheimliche Menge von Innovationen. Aber natürlich auch die energetische Gebäudesanierung, ganz, ganz wichtig. Und bei unseren Neubauten, wie jetzt beim Satelliten, der ist dann schon sofort CO2-neutral eingegliedert worden. Wir haben, nur wenn Sie mir eine Vorstellung haben, das neue Satellitengebäude, dieses Midfield-Terminal, verbraucht pro Passagier 40% weniger Energie als das auch noch nicht so alte Terminal 2. 40% weniger. Mit intelligenten Glas, Klimafassaden. Da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Und ist im Moment auch dieses Gebäude ist ein Klimavorreiter in der Flughafenindustrie. Und das hat alles dazu geführt, dass wir unsere Ziele auf jeden Fall, die haben die schon lange erreicht, die 2020er Zahlen, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Aber der nächste Schritt für uns ist dann tatsächlich, dass wir einen Schritt weiter gehen wollen. Hier vielleicht nochmal der Kontext, in dem wir uns jetzt auch inhaltlich bewegen. Wir müssen natürlich sehr, sehr schnell auch sein, weil die Debatte, die es gibt, nicht nur politisch, sondern auch in der Gesamtindustrie, wo es ja jetzt tatsächlich auch harte Ziele gibt, über die Klimaabkommen in Paris, und das Ganze ist dann für den Luftverkehr in Montreal nochmal auch in den Luftverkehr hineingegangen. Diese Ziele gelten jetzt. Das ist sozusagen der Weltkontext, in dem wir uns bewegen. Und wenn immer so gesagt wird, naja, hier Paris, was nützt das schon, da kommen 5000 Leute zusammen, ja, und das ist nichts als Lippenbekenntnisse oder auch Luftverkehr, was der immer so erzählt. Nein, es führt eben dazu, dass diese Abkommen überhaupt da sind, dass es Teil der Unternehmenspolitik wird. Natürlich gibt es da Rückschritte oder es geht manchmal nicht schnell genug, aber es passiert. Und wir haben hier eine Menge Anzeichen dafür, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Beispielsweise jetzt die Umflottung der Lufthansa-Langstreckenflotte hier. Wir haben eine Flotte, die ist vielleicht 15 Jahre alt etwa. Für die Langstreckenflugzeuge, dieser A380-600 ist das größte Flugzeug, das ist aber unser Langstreckenarbeitstier, wenn Sie so wollen, wird seit diesem Jahr umgerüstet auf A350. Der einen 50-prozentig geringeren Ausstoß hat und einen 25-prozentig geringeren Lärm. Das sind also wirklich Dinge, das spüren wir und das merken wir. Das Investment ist aber groß. Ein Flugzeug kostet 200 Millionen Euro. Ja? Und wenn Sie eine Flotte, wir haben eine Langstreckenflotte von 24 Flugzeugen, davon ja, 24 Flugzeuge etwa so in dem Alter. Dann können Sie sich vorstellen, was eine Airline investieren muss, um überhaupt diesen Fußabdruck zu verbessern. Das sind dann locker mal 5 Milliarden Euro. Also da wird nicht, das ist kein Kleingeld, sondern da wird wirklich über richtig große Summen gesprochen. Die Luftverkehrsindustrie. Und jetzt mal die Flughafenindustrie, also wir sind Teil davon, hat sich verpflichtet, bis 2030 50 CO2-neutrale Flughäfen in Europa zu haben. In Klammern, wir haben 500 Flughäfen, 500 plus Flughäfen in Europa. Aber alle großen, die vom Verkehrsanteil her im Grunde genommen den Ton angeben, die sind alle dabei. Und wir sind einer von diesen 50 CO2-neutralen Flughäfen. Für uns kostet das 150 Millionen Euro, also wir investieren 150 Millionen Euro als Flughafen in diese Klimastrategie. Und das fließt dann natürlich auch in unsere mittel- und langfristige Finanzplanung ein, weil wir natürlich unseren Beitrag zu den
Klimazielen leisten wollen. Und Sie können hier rechts sehen, natürlich wird das runtergebrochen bis auf die kommunale Ebene. Und innerhalb weniger Jahre werden das harte Ziele werden. Die werden vielleicht nicht immer sofort eingehalten werden können, weil, wie gesagt, es kostet viel Geld. Im Moment können wir uns leisten, weil wir natürlich finanziell unheimlich gut dastehen. Auch eine Landeshauptstadt München oder ein Freistaat Bayern hat am Ende ausreichend viel Geld. Aber es ist halt nicht überall in Europa der Fall. Da sind wir natürlich, was da anbelangt, auf der Sonnenseite. Ich will Ihnen jetzt nicht die Ziele vortragen, die die Bayerische Staatsregierung festgelegt hat im Umweltministerium oder die ICAO, die Weltluftfahrtorganisation. Aber ganz einfach, die Klimaziele, die vereinbart worden sind weltweit in Paris, werden in Deutschland, aber da sind wir sind ja da auch immer Musterknaben, jetzt tatsächlich entsprechend umgesetzt. Im weltweiten Vergleich spielen die deutschen Emissionen keine große Rolle, ja, weil wir natürlich riesige, um ein Vielfaches höhere Ausstöße haben, beispielsweise in China oder in den USA. Und dann ist natürlich eine politische Festlegung, zumindest bis jetzt, ob das mit dem Klimawandel überhaupt stimmt, Klammer auf Trump, ist natürlich verheerend. Aber ich glaube, der amerikanische Präsident wird auch mit der Zeit schlauer werden und so einfach kann man diese Dinge auch nicht formulieren. Die Chinesen sind mittlerweile an den Amerikanern vorbeigezogen, aber die haben natürlich auch von allen Ländern das allergrößte Problem, was sie dann am Ende auch tatsächlich in den Städten spüren. Und im Zweifelsfall geht es dann in China viel schneller, weil es wird einfach vor Ort gemacht. Punkt. Wenn es im 5-Jahres-Plan drin ist, dann kann man sich darauf verlassen, dass auch tatsächlich umgesetzt wird. Wir können selber, was hier in München passiert, nicht alles beeinflussen. Wir können nur die Dinge beeinflussen, wo wir entweder direkt betroffen sind oder über Liefer- und Leistungsbeziehungen betroffen sind. 85% sind hier bei uns indirekte Emissionen Dritter. Das ist insbesondere der Flugverkehr natürlich. Ja. Aber wir versuchen natürlich, auf unsere Geschäftspartner einzuwirken. Also wir haben zum Beispiel Landeentgelte, die sind emissionsabhängig, sodass wir einen Ordnungseinfluss haben auf die Art und Weise, welche Flugzeuge München überhaupt anfliegen. Aber bei uns ist halt so, unser CO2-Footprint besteht natürlich zum Beispiel aus den Kraftstoffen im Fuhrpark, dem Blockheizkraftwerk, Heizöl, Flüssiggas, was wir alles so haben. Und Scope 2, das ist das Indirekte, sind die indirekten Emissionen. Das ist der zusätzliche Energiebezug, Strom und Fernwärme, den wir noch haben. Aber hier achten wir eben auch darauf, dass das, was wir dann dazu kaufen, dann aus regenerativen Energien kommt und insofern dann CO2 neutral ist. Und die Entwicklung hier in München können Sie sehen, dass wir tatsächlich schon auf einem guten Weg sind und bis 2030 eben auf dieser grünen Linie, das ist im Grunde genommen das, was wir verfolgen wollen bis 2030. Wie erreichen wir das? Natürlich durch bestmögliche Kombination von Reduktions- und sogenannten Offsetting-Maßnahmen, das heißt, was wir selber nicht schaffen. Wir haben ja einen Grundumsatz an Energie, das wird auch nicht weggehen, weil wir so ein Terminal betreiben müssen. Das müssen wir dann durch, das ist jetzt hier Ökodeutsch, ja, durch sogenannte Offsetting-Maßnahmen kompensieren. Das heißt, dass wir in Klimaprojekte investieren dann, die restlichen 40%, die wir nicht hinkriegen, die dann dazu beitragen, diese Klimaziele zu erreichen. Wobei wir da durchaus den Fokus haben, dass es regionale Klimaprojekte sein sollen, indem wir uns dann auch in Klammern finanziell dann auch engagieren. Aber im Wesentlichen geht es dann hier ganz hardcore-mäßig bei uns dann um eine Verbesserung der Energieversorgung, des Fuhrparks, der Mobilitätskonzepte, die wir haben, flughafenspezifische Anlagen und am Ende auch die gesamte Intelligenz in der Gebäude. Beim Offsetting
ich erwähnte es schon, ich gehe nochmal zurück, beim Offsetting, da geht es im Wesentlichen darum, Projekte zu finden, indem wir Klimaprojekte unterstützen, die dazu beitragen, CO2, also sind am Ende Projekte mit in Anführungsstrichen grünen Energien, um dann eine Zurechenbarkeit zu bekommen, zu dem oder zu kompensieren, was wir dann selber noch wirklich brauchen. Möglichst sollte das einen Bezug zum Luftverkehr haben, aber muss nicht nur. Wir haben intern die Debatte, ist es wirklich sinnvoll, es regional zu machen, also hier bei uns, oder gehen wir nicht tatsächlich in Projekte in Afrika oder in Süd- oder in Mittelamerika. Im Einzelnen wird es dann wirklich auch sehr, sehr spezifisch. Wir haben da ein eigenes Team, was sich dann hinsichtlich auch der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen mit verschiedensten Dingen beschäftigt. Aber es geht von der Energieerzeugung, also die Energieversorgungsthematik, bis hin zu Neubauten, Terminals, Bürogebäude, das beste Beispiel der Satellit, aber auch so Themen wie E-Mobility, oder auch Beleuchtung, Befeuerung, Gepäckförderanlage, die bei uns sehr, sehr energieintensiv ist. Vielleicht nochmal zusammengefasst, unsere CO2-Strategie ist Teil der Unternehmensstrategie und der Planung. Also wir nehmen das völlig ernst, ist Teil der Konzernstrategie, wird auch finanziell geplant, mittelfristig und auch langfristig, denn die Mittel sind groß. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller Unternehmen hier am Flughafen. Nicht nur, dass es ein übergreifendes Thema ist für die einzelnen Bereiche, die wir hier haben am Flughafen, sondern auch die Branche muss zusammenarbeiten. Es muss einen sehr intensiven Austausch geben zwischen Airlines und Airports. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein spezifisches Projekt ist die sogenannte Bodenstromversorgung und die Klimaversorgung am Boden. Bisher lief das so, dass, wenn Sie sich die Flugzeuge vorstellen, da gibt es hinten so ein Bürzel, da ist eigentlich eine Turbine drin und die läuft normalerweise, wenn das Flugzeug am Boden ist, um das Flugzeug mit Strom zu versorgen, wenn es steht, und auch zu klimatisieren, also tatsächlich Lufttemperatur und so weiter. Im Winter wird das Flugzeug gewärmt, im Sommer wird es gekühlt. Wir haben jetzt mit den Airlines vereinbart, dass sie, und dazu wird dann Kerosin verbraucht, nämlich das Kerosin, was im Flugzeug ist. Wir haben mit den Airlines vereinbart, dass sie diese Turbinen nicht mehr einschalten dürfen, sondern eine Klimaanlage, die wir selber gebaut haben, wo wir die Energie aus dem Blockheizkraftwerk holen, dass sie die benutzen müssen. Das hat eine viel, viel höhere Energieeffizienz. Und solche Maßnahmen, und das kostet die Airline dann übrigens auch, und solche Maßnahmen gibt es zu hunderten. Das sind kleine, die sind unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, aber das ist genau das, worüber wir reden, wenn wir sagen, wir müssen die Klimaziele erreichen. Sie wissen es vielleicht von sich zu Hause, was Sie im Haus alles machen können, um ein besseres Klimabild entsprechend abzugeben. Also es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, ist ganz wichtig, aber Sie müssen natürlich auch viel predigen, ja, Wanderprediger, weil natürlich immer das Thema kommt, ist zu teuer oder kostet was. Können wir nur sagen, ja, kostet was. Aber wir haben hier natürlich indirekt einen Beitrag zur Lizenz zum Wachsen, weil wenn wir das nicht schaffen, also wenn wir nicht klimaneutral haben, werden wir immer in der Öffentlichkeit eine entsprechende Problematik bekommen. Sie dürfen übrigens nicht erwarten, dass Sie irgendjemand lobt, wenn Sie das machen. Ne? Also manche denken immer noch relativ naiv, dass wenn sie was Gutes tun, dass sie dann gelobt werden. Sie werden nur gebrandmarkt, wenn sie ihre Ziele verfehlen. Aber gelobt dafür und auch, dass wir ein riesen Investitionsprogramm laufen haben, ist, werden sie nicht. Aber das muss man einfach wissen. Macht aber auch nichts. Ja. Wir werden für andere Sachen gelobt, das reicht ja dann auch.
Wir glauben im Übrigen auch, dass es sich rechnet, so auf Dauer, weil natürlich durch diese Aktivitäten, die wir haben, der Flughafen natürlich einen Modernitätsgrad hat und möglicherweise auch ein Beispiel gibt, nicht nur in unserer eigenen Industrie, in der Flughafen, in der Luftverkehrsindustrie, sondern gegebenenfalls auch für andere Unternehmen, was man alles so machen kann. Wir haben dadurch einen vermutlich schnelleren Know-how-Aufbau als andere. Und wir stellen auch fest, dass wir dieses Wissen, was wir dadurch ansammeln, übrigens auch international verkaufen können. Das ist schon auch so. Daran müssen wir entsprechend arbeiten. Deshalb machen wir das. Wir machen es aus Überzeugung. In dem Sinne, tragen Sie es weiter. Ja? Wir sind auch der grünste Airport in Europa, also im übertragenen Sinne. Und das gehört zusammen. Startbahn und grüne Entwicklung. Vielleicht noch einen letzten Punkt. Jetzt komme ich doch auf die Startbahn noch zu sprechen. Die Startbahn ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Jetzt werden Sie mir gleich, ich weiß nicht, ob Sie mir um den Hals fallen oder das kann doch gar nicht sein. Doch, das ist so. Denn was wir ja mit der Startbahn tun, ist die Staus, die wir haben am Flughafen und die einfach dazu führen, dass ein Flugzeug für seinen Flug mehr Kerosin verbraucht als nötig, dass wir die entsprechend reduzieren. Ja, das muss man sich ganz nüchtern vor Augen führen. Dieser gesamte Prozess eines Fluges vom Ablegen des Flugzeugs von der Fluggastbrücke bis zum Ankommen und das Anlegen des Flugzeugs an der Fluggastbrücke sollte so, weil er ja Kerosin verbraucht, so knapp wie möglich bemessen sein. Die Wege sollten so knapp wie möglich bemessen sein. Und das Kerosin, was man dafür braucht, das Flugbenzin, sollte so gering wie möglich sein. Dazu brauchst du moderne Flugzeuge. Das haben wir dank der Lufthansa hier erreicht. Sie brauchen kurze Wegezeiten. Die Anlage des Flughafens ist so, wenn Sie sich beispielsweise andere Großflughäfen anschauen, wie lange Sie mit dem Flugzeug unterwegs sind, haben wir hier eine hochintelligente Flugzeugwegeführung zum Startbahnkopf. So, und dann stehen Sie aber da häufiger, weil ja da auch gelandet wird. Wir haben 6 Spitzenzeitfenster am Tag, wo es richtig dicke zugeht. Das sind ungefähr 10 Stunden von den 16 Betriebsstunden, die wir haben. Und diese Zeiten, nicht nur der Flieger, die im Holding sind, nicht runterkommen, sondern auch die Zeiten, die Flugzeuge brauchen, bis sie überhaupt in der Luft sind, das kann manchmal 15 Minuten sein, wo sie dann Kerosin verbrauchen, die fallen dann nicht mehr an. Den Luftverkehr stoppen sie nicht vom Wachstum her, aber das kann man entsprechend verbessern. Deshalb, auch wenn es schwerfällt, die dritte Startbahn ist ein Beitrag zum Klimaschutz, zum klimafreundlichen Fliegen. Ja, in dem Sinne, bis später. Den Michael Kerklo stoppt auch keiner, ja. Den Michael Kerklo stoppt auch keiner. Ich rufe gleich den Herrn Schuster auf die Bühne. Mobilität ist alles. Er muss nämlich gleich weg. Und deswegen habe ich jetzt schon mal so böse geguckt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber Herr Schuster, Sie sind dran. Gut. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich nicht länger bleiben kann heute. Ich habe ein Commitment um 7 Uhr in der Stadt, das ich nicht mehr absagen konnte. Nevertheless. Digitalisierung, Infrastruktur, Anforderungen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ich wurde gebeten, aus der Sicht der Informations- und Kommunikationsbranche heraus, auch aus meiner Aktivität, die ich im Münchner Kreis, also einer wissenschaftlichen Aktivität hier habe, mal ein paar Beispiele zu geben, was Digitalisierung in Richtung Anwendung in unserem Kontext bringen kann. Und dann vielleicht ein paar Worte über die Infrastruktur zu sagen. Wenn wir uns zunächst einmal über Beispiele der Anwendung unterhalten, und ich gehe hier jetzt garantiert nicht durch alle einzelnen Aspekte und Beispiele hier durch, da ist sehr, sehr viel drauf. Da gibt es eine ganze Menge Fantasie. Ich denke, Herr Ellison, bei Ihnen wird man nachher auch noch ein bisschen was davon hören, vielleicht auch in der Diskussion. Schade, dass ich da nicht dabei sein kann. Da wird auch sehr vieles nicht kommen. Da wird auch manches kommen, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Das ist vielleicht ein Wesen der digitalen Innovation, dass da auch sehr, sehr viele Dinge passiert sind. Ich bin nur ungefähr 30 Jahre in der Informations- und Kommunikationsindustrie, was sich keiner vorher gedacht hätte. Deswegen expect the unexpected.
Ich habe drei Beispiele, auf die ich etwas näher eingehen möchte. Das nächste ist zunächst mal mit ein paar schönen Bildern. Das schöne Schlagwort Industrie 4.0. Da haben wir die Roboter. Die gibt es heute. Was haben die mit Digitalisierung zu tun? Digital gesteuert werden sie. Wenn sie aber zusammenarbeiten, wenn man die Daten analysiert, wenn man dann kooperative Systeme baut, vielleicht Großrechner da hinten braucht, dann braucht man auf einmal Datenautobahnen, die diese Systeme miteinander verknüpfen können und mit den dahinterliegenden Rechenzentren. Dann wächst das aus der einzelnen Fabrik heraus. Ein anderes Beispiel, auf das ich hier eingehen möchte, ganz unten rechts, Augmented Reality. Das ist jetzt nicht der Gamer, der da ein besonders schönes Spielerlebnis hat. Das ist vielleicht der Servicetechniker, der in seiner Brille tatsächlich eingespiegelt sieht, wie eine Maschine, hier war vorher vom Airbus 380 die Rede, oder vom 350er bei irgendwelchen Serviceprozessen genau sieht, wie ist speziell dieses Flugzeug aufgebaut und was ist an einer bestimmten Stelle für einen doch etwas komplexen Servicevorgang an Handgriffen und an Tätigkeiten zu machen, damit das unter Einhaltung der Sicherheit selbstverständlich und zeitoptimal tatsächlich stattfinden kann. Hohe Datenraten, in der Regel nicht mit einem dicken Kabel oder einer Glasfaser dahinter, mit hoher Performance und gleichzeitig auch sehr kurzen Reaktionszeiten. Das sieht man im Bild ja sonst, wenn es nicht vernünftig funktioniert. Infrastruktur digitaler Art, die man dafür braucht. Zweites Beispiel, und das klang, Herr Hammer, bei Ihnen schon ein bisschen an, mit dem autonomen Fahren. Da haben wir die Lastwagen. Die Fachwelt, und ich hörte das von einem Vortrag eines der international aktiven großen deutschen Logistikunternehmen kürzlich mal, da wird zuerst mal drüber nachgedacht, dass das sogenannte Platooning eingeführt wird, also wenn die Lastwagen im Konvoi fahren. Hauptvorteil für den Spediteur, der Fahrer sitzt im ersten Zugwagen, in den nächsten Lastwagen muss theoretisch keiner drin sitzen. Da kann aber durchaus einer drin sitzen, aber der hat dabei Ruhezeit und nicht Lenkzeit. So, wer in der Spedition sich ein bisschen auskennt, Lenkzeiten, Ruhezeiten, was das auch auf der wirtschaftlichen Ebene bedeutet, ist eines der Hauptargumente an der Stelle. Daneben Treibstoffverbrauch, wenn man eng hintereinander fährt etc. Natürlich nicht so ganz einfach, eigenes Thema, kann man drauf eingehen. Was braucht man, wenn man das vernünftig steuern möchte? Man muss die Lastwagen auch mit ihrer Umwelt damit verbinden, dass nicht nur der Fahrer automatisiert wird, sondern das System. Brauche ich Funkanbindung, so fünfte Mobilfunkgeneration und so eine Funkstation ohne Glasfaser, die automatisch an der Funkstation da ist, sonst funktioniert das alles nicht. Heißt, wenn wir in Infrastrukturkategorien denken, die Glasfaser gehört automatisch dort mit hin. So, weiteres Beispiel, was ich hier drin habe, und das geht mehr ein bisschen in Richtung öffentliche Sicherheit, Feuerwehr, Katastrophenschutz etc. Was kann ich eigentlich machen, wenn ich Drohnen einsetze? Das Bild hier auf der linken Seite, diese Drohne und diese Fabrikanlage, das haben wir letzte Woche zum Ausprobieren mal in Finnland gemacht. Das ist eine Papierfabrik, die muss alle paar Jahre, habe ich von unseren Experten gehört, so eine Art Seveso-Test machen. Also aus dem Chemieunfall vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 30 Jahren oder sowas im italienischen Seveso, hat man gelernt, dass diese Art Anlagen immer wieder bestimmte Katastrophenübungen und Tests machen müssen. Wenn ich jetzt so eine Drohne aufsteigen lasse, dann kann ich da Infrarotkameras, hochauflösende Kameras reinnehmen, kann Lecks feststellen. In Finnland daneben dran ist viel Wasser. Wurde gleichzeitig mitgeübt, wie eine Wärmebildkamera dann auch einen Vermissten im Wasser irgendwo finden kann, dem dann vielleicht noch ein Rettungspäckchen abwerfen, das kann so eine Drohne dann auch, da muss ich sie steuern können. Kann ich das mit heutigen Wi-Fi-basierten Systemen oder sowas, also ich rede hier nicht über die Hobbypiloten, ich rede über professionellen Einsatz dabei. Nee, da brauche ich eine Infrastruktur, die das kann. Die kann auch transportabel sein, also ich kann hier ein kleines System mitnehmen, aber wenn das größerflächig ist, wenn ich vielleicht im Einsatz miteinander kommunizieren muss, dann ist auch eine Verknüpfung mit einer zeitgemäßen, und unser Bosnet ist das bestimmt nicht mehr, wenn man die Capabilities anschaut, mit einer zeitgemäßen Infrastruktur dahinter zu verknüpfen. Nur drei kleine Beispiele, was mit digitaler Infrastruktur möglich ist.
Jetzt möchte ich gerne ein bisschen darauf eingehen, was solche Infrastruktur eigentlich beinhaltet. Zunächst mal denken wir, dass hier auf der linken Seite sind wieder die Autos und Fabriken etc. Da habe ich den sogenannten Access. Das sind die Leitungen, wo wir alle sagen, naja, das Internet ist ja wieder viel zu langsam. Komme ich gleich nochmal drauf. Dann habe ich dahinter aber Transportleitungen, das sind große Glasfaserstrecken, auch die müssen gebaut werden, da brauchen wir Baugenehmigungen dafür. Ist ein Thema, das in der öffentlichen Verwaltung durchaus nicht so unkritisch ist, auch für die Glasfaseranschlussleitungen zu den Häusern oder zu den Masten hin. Und dann brauche ich große Datacenter, in denen dahinter dann entsprechend gerechnet wird, massiv gerechnet wird, wo Daten gespeichert werden. So, und je nachdem, ein Unternehmen hat das im eigenen Haus oder ein Unternehmen hat das auch irgendwo als gemietete Infrastruktur. Und wenn wir diese schönen Dinge, die man sich da alles so vorstellen kann, wenn wir die wirklich machen wollen, dann brauchen wir eine Infrastruktur, die dies möglich macht. Das sind Glasfasern, ganz klar, einschließlich der Leerrohre und all dieser Themen. Wenn wir hier, Sie haben so schön Hardware gesagt, Herr Hammer, am Anfang, wenn wir das machen, dann auf jeden Fall darauf achten, dass die Dinge in der richtigen Art und Weise mit drin sind. Ist ein Spezialthema, kann man auch beliebig tief noch einsteigen dabei. Dann braucht man die Plätze für Antennen, weil ohne Funk geht es einfach nicht. Und wenn man sagt, eine Antenne und Funk, das ist alles Teufelszeug, ja, dann kommen halt Innovationen nicht. Das muss einem auch ganz klar sein dabei. So, und auf der anderen Seite kommen auch eher geschäftliche Fragen, regulatorische Fragen. Wer darf eigentlich womit Geld verdienen? Also eine ganze Reihe von Themen, die auch daran hängen. Und wenn man etwas in dem politischen Diskurs ist, muss man auch sagen, an der Stelle, wenn die großen Over-the-Top-Player wie die Googles dieser Welt mit Dingen Geld verdienen können und eine Telekom oder eine Mnet an andere Regularien gebunden sind, das ist nicht so unbedingt ein Wettbewerb auf Augenhöhe. Das sind politische Fragen, die hier auch wieder dahinter stehen. Denn, und das ist mein letztes Bild, ich habe mich gefragt, ob ich das hier überhaupt reinnehme oder nicht, ob das nicht zu schulmeisterlich klingt, aber ich wollte doch zwei oder drei Botschaften daran mitbringen. Das erste ist auf der linken Seite. Ich meine, you can't beat physics. Wir müssen an die Physik denken. Wenn ich mir überlege, ist das Internet jetzt wieder so langsam oder nicht, da steht auf der ganz linken Seite eine essentielle Sache, dass nämlich Länge mal Bandbreite im Prinzip konstant sind. Und das wächst im Lauf der Zeit mit dem technischen Fortschritt weiter nach draußen. Heißt also, wenn ich von meinem nächsten Netzknoten zu weit weg bin, dann ist das Internet zwangsläufig langsamer oder ich muss bauen, dass der Knoten näher an die Nutzer rankommt. Auch das ist eine Frage. Ich meine, da sage ich, zu Hause ist es zu langsam oder in meinem Gewerbegebiet ist es zu langsam. Zaubern kann ich nicht. Ich muss die Physik betrachten dabei. Das andere ist die Kapazität pro Nutzer. Ich meine, habe ich eine Funkzelle für mich alleine nachts um 2:30, das rennt beliebig gut und schnell. Aber habe ich 100 Nutzer gleichzeitig drin, an einem bestimmten Tag mit viel Verkehr, dann rennt das eben nicht mehr so. Das Gleiche ist auch, wenn ich auf dem Kabelfernsehkabel von einer Vodafone Kabel Deutschland drauf bin, abends zwischen 6 und 9, da sind halt viele Nutzer und dann wird es zwangsläufig langsamer. Kann man sich auch sehr einfach vorstellen. Aus diesen physikalischen Themen, da gibt es noch ein paar mehr, die relevant sind, leiten wir aber bitte wieder ab, wenn wir Infrastruktur machen, müssen wir auch an die Physik denken und dafür sorgen, dass mit einem Verständnis für diese Dinge nach vorne raus geplant wird. Denn das sind Infrastrukturen, die liegen genauso. Sie sprachen von beinahe 20 Jahren, Herr Kerklo, vorher. Das sind Dinge, die Infrastruktur, die heute vergraben wird, die liegt dann 40, 50 Jahre, wie die heutigen Kupferkabel. Insofern Infrastrukturen langfristiger Art. Und auf der rechten Seite Business Case brauche ich hier nicht erläutern. Aber die Spieler im Markt müssen damit natürlich Geld verdienen. Ergebnis ist, dort wo sich es nicht rentiert, wo nur ein paar Haushalte sind oder Kleingewerbe, wird tendenziell eben nicht investiert in diese Infrastrukturen. Da kann eine Telefonica, kann eine Telekom, kann eine Vodafone, auch eine Mnet nicht unbedingt Geld mit verdienen. Insofern ist da wieder eine Frage, wie steuern wir das? Denn da kommt ja stadtentwicklungsmäßig auch Zielfunktionen mit rein, die wir im Blick haben müssen. Insofern, das muss man mit Augenmaß machen. Es ist durchaus komplex und man sollte gemeinsam miteinander lernen. Im Großraum München haben wir eine gute Möglichkeit, denn wir haben ein hervorragendes Ökosystem. Auf unseren Lorbeeren ausruhen dürfen wir uns allerdings nicht,
Und da gibt es durchaus Beispiele auch von anderen deutschen Städten, die im Kontext Planung für 5G und Modellregion etc. an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar schneller sind als wir. Also auch das möchte ich hier nochmal sagen. Wir haben gute Voraussetzungen, aber wir müssen es mit Augenmaß tun. Schönen Dank. Wir sind traditionell, wie immer beim Wirtschaftstag, hoffnungslos hinterm Zeitplan her. Macht nichts, wir reden über Mobilität, wir sind flexibel. Herr Berger, die Stadt der Zukunft. Ich freue mich als Berliner immer wieder in München zu sein. Hier wird für eine dritte Startbahn gekämpft, wir brauchen noch einen Flughafen. Mein Thema ist so... Erklären Sie mal in 10 Jahren, wie die Stadt der Zukunft aussieht oder in 10 Minuten vielmehr, obwohl man 10 Jahre darüber reden könnte. Wir sind Zukunftsforscher, das hat mit der Glaskugel nichts zu tun, das sind Wahrsager, das sind wir nicht. Zukunftsforschung ist im Kern eine Disziplin, die darauf basiert, dass Trends gemacht werden von Menschen, die heute Entscheidungen treffen und deren Entscheidungen Einfluss auf morgen haben werden. Wie zum Beispiel, wenn vor 18 Jahren eine dritte Startbahn geplant wird, das fließt mit ein in unsere Berechnung. Das heißt, wir unterhalten uns mit Menschen wie diesen hier, die an Technologien arbeiten, die an Geschäftsmodellen arbeiten, die nachhaltig unser Leben verändern werden. Was macht eigentlich eine Metropole aus, eine Metropolregion? Im Kern sind es ja 3 Dinge. Es ist die Freiheit, die einen in eine Metropolregion zieht. Es ist aber auch die Identität einer Metropolregion. Versuchen Sie mal in Berlin eine FC Bayern München Party zusammenzubekommen. Ist ein bisschen schwierig, ich schaffe es immer wieder. Aber auch der Gestaltungsfreiraum, den ein Mensch hat. Das war schon immer so, das wird in Zukunft auch so bleiben, aber es wird eine Veränderung geben, weil wir definieren Freiheit zum Beispiel heute ganz anders. Ich demonstriere es einfach mal am Beispiel Verkehr. So sah eine innerdeutsche Großstadt vor 50 Jahren aus. Wenn man dort ein Auto hatte, dann war man freier als der Rest der Menschen. Man konnte überall parken, man war, also das ist ein Beispiel von Köln, man war in 4 Stunden oder damals vielleicht 5 Stunden in Paris, in der großen weiten Welt. Da wollte man ein Auto besitzen. Heute sieht eine Großstadt so aus, das ist jetzt ein Bild aus München aus dem Jahr 2016, da macht es keinen Spaß, Auto zu fahren, man ist gar nicht mehr frei. Also man fixiert sich nicht mehr auf den Besitz von Autos, sondern man teilt. Und die Sharing Economy wird da immer ein bisschen falsch verstanden. Also wir teilen nicht aus altruistischen Gründen. Also ich teile mein Brot nicht oder mein Haus nicht, weil ich Altruist bin. Es gibt welche, die machen das, aber im Kern geht es uns darum, mehr Freiheitsgrade zu haben. Das heißt auch im Umkehrschluss für die Stadt der Zukunft, sie muss adaptiv sein. Sie muss sich flexibel einstellen können auf die Wünsche, die sehr individuellen Wünsche und auch die sehr situativen Wünsche, die ihre Bürger haben werden. Das, was wir adaptiv nennen, ist eine Summe aus Individualität und Adaptivität. Ich erkläre das immer gerne an diesem Beispiel dieses Mannes hier im Neoprenanzug. Heute sieht er sehr fit aus, in 5 Jahren hat er vielleicht einen Bierbauch. Der Neoprenanzug wird sich ihm angepasst haben. So wird sich auch eine Stadt der Zukunft an die Sorgen, an die Bedürfnisse, an die Wünsche ihrer Bürger anpassen. Und das heißt, im Zeitalter einer Digitalisierung, die Stadt wird im Kern eine Plattform sein müssen, die sich darum kümmert, Dienstleistungen ihren Bürgern zur Verfügung zu stellen, aber auf neuen Wegen. Es wird keine Einheitsprodukte mehr geben zu Einheitspreisen für Einheitsbürger. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber ich bin auch wirklich davon überzeugt. Und Herr Schmidt, wir hatten uns schon mal darüber ausgetauscht, also wie der öffentliche Personennahverkehr der Zukunft aussieht. Und ich bin auch gerne weiter also in diesem Austausch. Das ist ein Beispiel von Stadtplanung und Stadtentwicklung, wie sie vor 50, 60 Jahren gedacht wurde. Und das machte damals jede Menge Sinn. Fixe Strecken mit fixen Tarifen, das hat Bedürfnisse beantwortet. Aber die Welt ist bunter geworden. Wenn Sie sich heute durch Silicon Valley bewegen, Sie bestellen sich ein Uber, ob Sie es wollen oder nicht. Und wenn Sie ein bisschen mehr soziales Bewusstsein haben, dann bestellen Sie sich ein Lyft-Auto und Sie gewöhnen sich daran, dass Sie billiger von zu Hause zu Ihrem gewünschten Ort kommen und nebenbei vielleicht auch noch shoppen. Und diese Bedürfnisse werden geweckt bei Menschen und dadurch wird der Verkehr der Zukunft deutlich individueller.
Ich habe auch ganz bewusst diese Personendrohne dort rechts unten mit eingebaut. Also ich bin auch überzeugt davon, wir werden die dritte Dimension in Städten sehr bald sehen. Also nicht nur Pakete, die transportiert werden, sondern auch Menschen, die schneller an ihr Ziel kommen werden. Und natürlich werden alle Verkehrssysteme mit eingebunden werden. Auch das Schienennetz wird weiterhin mit eingebunden sein. Aber der Punkt ist, es wird keine fixen Routen, keine Fixpreise mehr geben. Die Vehikel, die wir benutzen, sind intelligente Assistenten für die Passagiere. Dieser Kleinbus dort rechts oben, den man dann in Stoßzeiten einsetzen kann, wenn mehr Aufkommen auf den Straßen ist. Ich vermute, dass das tatsächlich der Bus ist, den Sie getestet haben. Der wird von Watson getrieben. Da kann man alles Mögliche mit reinbauen. Also um den Passagieren in diesen 10 Minuten, die sie vielleicht zum Flugzeug fahren, noch alle möglichen anderen Dinge zu ermöglichen. Dann entstehen auch neue Erlösströme dadurch. Die Grundversorgung mit Mobilität, auch davon bin ich überzeugt, wird kostenlos sein, weil die Mobilitätsanbieter ihre Umsätze generieren werden mit den Dienstleistungen, die sie anbieten, während ein Mensch von A nach B transportiert wird. Das sieht man heute schon sehr gut in der Flugindustrie. Das wird sich aber auch, also wir sind derzeit in ein paar Projekten in der Deutschen Bahn mit drin, wo darüber nachgedacht wird, wie man Ancillary Services nutzt. Das wird sich ändern. Den Rest mache ich im Schnelldurchlauf. Wir haben wenig Zeit, aber es sollen ja Denkanstöße sein. Wie sehen die Daten in der Zukunftsstadt aus? Es wurde viel über Glasfaserkabel gesprochen. Dieser Mann hat 2 Milliarden eingesammelt, um 648 Satelliten ins All zu bringen, um die Welt, wir reden nicht klein, die Welt mit LTE schnell im Internet zu versorgen an jedem Punkt. Das sind Satelliten auf einer sehr, sehr geringen Umlaufbahn. Da ist dann tatsächlich die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn dieser Mann, Greg Weiler, weltweit auch den Datenverkehr kontrolliert. Darüber kann man sich Gedanken machen. Wir finden es toll, dass er das versucht. Die ersten 9 Satelliten gehen dieses Jahr noch mit einer Amazon-Rakete ins All. Auch das interessant, Privatisierung von Raumfahrt ist ein großes Thema, wird auch Auswirkungen auf Metropolregionen haben. Ganz wichtig, und auch das nur als These formuliert, wir sind überzeugt davon, dass das, was heute an Datenschutz existiert, mit der Zeit durch Privacy-by-Design-Modelle ersetzt wird, wo ein Kunde sagt, ich möchte ganz bewusst meine Daten freigeben, damit, wie mir neulich passiert, bei der Fluggesellschaft meiner Wahl, ich nicht einen Monat kämpfen muss, um meine Rückerstattung zu bekommen, obwohl alle meine Daten bei dieser Fluggesellschaft in vielfacher Form liegen. Das Bauen in der Zukunftsstadt. Vero Khoshnevis ist einer der Pioniere des 3D-Drucks im Bauen. Auch eine solche Villa kann man drucken. Der interessante Punkt, und Sie sprachen es vorhin an, Herr Hammer, intelligent planen. Dieses Gebäude soll maximal 20 Jahre stehen. Danach wird es eingerissen, die Werkstoffe werden sozusagen wieder eingedampft, wieder verwertbar gemacht, wieder verwendbar gemacht. Wenn man mit 20 Jahres oder 5 Jahres oder 10 Jahres Zeiträumen baut, ist es A, billiger, es ist stabiler, es ist sehr adaptiv, es passt sich an die Lebenssituation der Nutzer an, aber das kann man natürlich auch großflächig planen. Ernährung in der Zukunftsstadt, auch das ein interessantes Thema, vielleicht nicht so sehr in München, aber in Riesenmetropolen, also wie Shanghai, macht das durchaus Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie kommen wir eigentlich an frische Lebensmittel. Das ist ein ehemaliger Luftschutzbunker in London, wo Gemüse angebaut wird. Wenn die Autos hier autonom durch die Gegend fahren, und ich weiß nicht, Herr Kerkhoff, wie viel Umsätze Sie mit Ihren Parkhäusern machen, aber wenn die autonom fahren, ja, das glaube ich, dann werden die irgendwann leer stehen. Vielleicht bietet es sich an, diese Bauten irgendwann zu solchen Farmen umzubauen, die dann München mit hochwertigen Gemüse und anderen Lebensmitteln versorgen können. Handel in der Zukunftsstadt, das sehen wir jetzt schon, das ist ein Beispiel aus Korea. Alltagsprodukte werden einfach überall, wo man sich gerade befindet, gekauft. Also das kann auch in einem autonomen Fahrzeug sein, auf dem Handy, was auch immer, und nach Hause geliefert. Das Bedürfnis von Kunden aber und auch der Anreiz, sich in eine Innenstadt zu bewegen und sich dort etwas Wertiges zu kaufen, hat sehr viel mit Individualität zu tun. Hier ist ein Beispiel, ein Experiment, was Adidas gerade in Berlin gemacht hat. Die haben eine Store Factory in die Bikini Mall eingebaut, 3 Monate getestet. Man kam dort rein, man wurde vermessen und man hat sich seinen eigenen Pullover in dem Fall selbst designt. Das war ein hervorragendes Erlebnis. Die Dame hatte danach ihren einzigartigen Pullover. Der wurde dort direkt in der Bikini Mall auf diesen Strickmaschinen
gestrickt. Nach 3 Stunden hatte sie ihr einzigartiges Stück, da gab es einen Datumstempel, ihren Namen drauf. Das sind neue Verkaufserlebnisse. Das heißt aber auch, kleinteilige Industrien und 3D-Druck wird das möglich machen, werden wieder in die Innenstädte kommen. Auch darüber muss man nachdenken, was das dann bedeutet und wie so eine Metropole dann attraktiv werden kann. Ganz kurz nur, personalisierte Medizin ist ein riesiges Thema. Man geht in der Medizin immer mehr in die Prävention. Jun Wang macht derzeit eigentlich nichts anderes, als Genome zu sequenzieren. Früher haben Gensequenzierungen 1 Milliarde Dollar gekostet, heute kosten sie 1.500, im nächsten Jahr wahrscheinlich etwa 100. Dann kann man überlegen, ob man sich 2-mal im Jahr testet und schaut, was habe ich durch Alkohol, durch Rauchen, durch Stress meinem Körper eigentlich alles angetan. Und kleine Zipperlein kann man ganz einfach durch Proteine, Vitamine und so weiter und so fort bekämpfen, sogar das Leben verlängern. Also davon geht er zumindest aus. Sein Motto ist Eat Right, Keep Fit, Live Long, Die Quick. Aber man muss sich überlegen, also wenn man immer mehr Prävention bekommt, dann bekommt man immer weniger akute Fälle. Also ist die Krankenhausstruktur, die wir heute haben, tatsächlich noch das Richtige in der medizinischen Versorgung? Was bedeutet das für Prävention? Was bedeutet das für Krankenkassen? Auch dort könnte man ewig drüber reden. Ich komme zum Abschluss. Wir sind ja alles Menschen und die Erde wird immer kleiner. Man kann in Jakarta leben und irgendwie trotzdem Münchner sein. Ich kann Berliner sein und mich in New York zu Hause fühlen. Ist es sinnvoll, und ich werfe das wirklich als Frage in den Raum, ist es sinnvoll, sowas wie eine digitale Bürgerschaft einzuführen? Ist es sinnvoll zu versuchen, Menschen in einer Metropole zu halten, oder will man sie tatsächlich über Städtepartnerschaften oder was auch immer mal zwischenzeitlich abstoßen, um sie später wieder anzuziehen? Und ist man dann noch ein Münchner, wenn man in Kapstadt lebt? Ich denke, ja. Sollte man dann ein Wahlrecht haben, wenn es um große Fragen geht, weil man ja irgendwann in seine Stadt zurückkommen möchte? Und wir kennen es alle aus dem Geschäftsleben. Es gibt diese Customer Relationship Manager, die versuchen, die Interaktion aufrechtzuerhalten, wenn vielleicht auch gerade kein Geschäft läuft oder um das Geschäft vorzuziehen. Ich glaube, Metropolen der Zukunft werden ein Citizen Relationship Bürgermeister haben werden, der sich herzlich um seine Einwohner kümmert. Das ganze Thema Digitalisierung ist natürlich auch immer getrieben von vielen Angstdiskussionen. Man kann das sehen wie der Spiegel letztes Jahr im September, die Roboter machen uns alle arbeitslos. Man kann es aber auch sehen wie die Wirtschaftswoche, Roboter und Maschinen erleichtern uns viele Dinge im Leben. Was Sie daraus machen, liegt in Ihrer eigenen Hand. Zukunft ist, was wir daraus machen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine große Zukunft. Ich muss ja eigentlich zwischendurch gar nicht raufkommen, Herr Professor Wohlforst. Ich gebe einfach direkt an Sie weiter. Herzlichen Dank für die Einladung und schönen guten Abend auch von meiner Seite. Gebhard Wohlforst, TU München. Wir beschäftigen uns mit urbaner Mobilität. Das ist ja mehrfach auch schon angeklungen. Und wie wächst die Mobilität für die Zukunft, könnte man auch sagen. Ja, Wachstum an sich haben wir ja so, das gemeinsame Gefühl ist ja an sich eigentlich was Gutes. Es kommt also darauf an, wie wir das gestalten. Ich kann da auch an manche Punkte, die Herr Berger und auch Herr Schuster angesprochen haben, nahtlos anknüpfen. Ich habe nicht ganz so viele Bilder mitgebracht, aber vielleicht auch ein bisschen was zum Nachdenken. Mir war zunächst auch nicht so ganz klar, wie denn jetzt Digitalisierung tatsächlich unsere Infrastrukturprobleme alle lösen soll. Ich habe deshalb so ein kleines Fragezeichen hier hinten mit dran gebastelt an Ihren Tagungstitel. Ich freue mich also auch auf die weitere Diskussion. Denn es ist ja schon aufgetaucht, dass eben nicht alle Fragen jetzt sich in Luft auflösen und digitalisiert werden können, sondern dass sie eben auch tatsächlich diese klassischen Vernetzungen vor Ort brauchen. Und ein bisschen, denke ich, sollten wir genau über diese Netze auch weiterhin nachdenken. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wie manche sich die Zukunft der Mobilität vorstellen. Ganz innovative Ideen.
tatsächlich eben auch nicht nur elektromobil, das ist ja fast schon irgendwie wieder out und man sucht nach neuen Optionen. Also jedenfalls auch als geteiltes Fahrzeug in der Sharing Economy und auch autonom, aber dann auch in der dritten Dimension tatsächlich der Versuch, den Platzproblemen einer Stadt zu entkommen, raus aus dem Stau. Es wurde auch schon argumentiert, wie sehr wünscht man sich das manchmal von der Straße einfach abzuheben. Das ist wohl relativ nah an der Realität. Es soll auch Spin-offs der TU München geben, die das bereits testen. Jedenfalls hat Uber ein Programm aufgelegt und den Entwicklungschef der NASA angeheuert, der diesen niedlichen kleinen Vogel Puffin baut und auch zum Fliegen bringt. 6000 Stunden steht der Amerikaner in seinem Leben im Stau. Man hofft also, das irgendwie dann damit zu lösen. Die Frage ist, irgendwo muss der auch vielleicht sogar senkrecht wieder landen. Und das ist dann das Bild auf der rechten Seite. Man sucht nach Möglichkeiten, das dann tatsächlich eben auch in die bestehenden Infrastrukturen wieder zu integrieren. Da finden diese Ideen, die auch durchaus durch die Lande ziehen, eben dann auch auf den Boden der Tatsache zurück. Und ich finde das besonders schön, weil ich seit vielen Jahren ein Bild mit mir herumtrage, das diesem Bild eines solchen Autobahnkreuzes sehr ähnlich sieht. Uber sagt, da kann man dann ins autonome Uber-Fahrzeug umsteigen und seine Ziele erreichen. Es entsteht also ein neuer Verkehrsknoten, ein neuer Standort. Und Herr Kerklo, genauso ein Verkehrsknoten und ein solcher Standort ist auch der Flughafen. Und das ist auch nicht wirklich etwas Neues, denn das ist das Bild, das schon die Ägypter als Stadt definiert haben. Also ein wirklich spannendes, altes Symbol für die Zukunft auch der urbanen Mobilität. Und da erkennt man eben genau diesen Zusammenhang letztlich zwischen der Angebotsqualität dieser Netze. Das ist jetzt hier irgendeine Art von Straßenknoten, an dem man früher vielleicht einen Briefkasten und eine Telefonzelle gefunden hat. Und ein solcher Knoten ist der Flughafen heute, der dort eine Airport City baut. Und wir bewegen uns letztlich aber genau eben zwischen diesen Standorten, wenn wir über Mobilität sprechen, zum Einkaufen, zur Ausbildung heute Abend hierher, vielleicht demnächst wieder zu irgendeinem Freizeitziel in der schönen Umgebung. Und das ist alles miteinander vernetzt und bildet so etwas wie die Stadt von heute, nicht mehr in diesen engen Mauern, sondern letztlich auf der Ebene der Metropolregion. Es geht darum, genau diese Netze zu gestalten. Wir haben auf dieser Strategie aufbauend also ein System erarbeitet, wo wir sehr klar auch sagen, das, was tatsächlich nachher hinten als Verkehrsnachfrage auf diesen Netzen rauskommt, hängt eben ganz entscheidend davon ab, was wir vorne reinstecken an Infrastruktur und auch an Siedlungsstruktur. Und das wäre so vielleicht auch mein Plädoyer für später in der Diskussion. Es nützt nichts, nur eine zweite S-Bahn-Stammstrecke zu bauen für die Region oder vielleicht eine dritte Start- und Landebahn. Auch diese Themen haben wir ja hier in der Region schon diskutiert, sondern es geht ganz entscheidend auch darum, welche Standorte denn dann zukünftig für das Wohnen, für das Gewerbe, für die Freizeit entwickelt werden, damit das zusammenpasst. Und das halte ich für ganz besonders wichtig, auch für die Steuerung und die Governance in der politischen Arena, das eben entsprechend zu bespielen. Das, was wir dazu entwickelt haben, ich habe jetzt die vielen Karten nicht mitgebracht, aber ist ein Erreichbarkeitsatlas, auch eine Erreichbarkeitsstrategie für diese Region, die sich aber in der Grundsystematik übertragen lässt auf viele andere Standorte. Die geht vom Verkehrsangebot aus. Ich bin ja klassischer Verkehrsplaner, denn diese Verkehrsknoten und Strecken haben die Regionen strukturiert. Dann geht es tatsächlich darum, eine solche Stadt anpassungsfähig immer wieder auch sich neu erfinden zu lassen und an diesen Knoten, an diesen Netzen anzudocken, auch weiterzuentwickeln. Dann können wir Verkehrsnachfragemanagement betreiben und müssen vielleicht uns gar nicht so sehr fürchten vor der Tatsache, dass wir Parkgebühren steuern müssen, dass wir über City-Maut, über Emissionsbeschränkungen, über eben CO2-Zertifikate und eine entsprechende Policy nachdenken müssen, dann können wir mit diesem System tatsächlich die Mobilität weitergestalten, sodass wir unsere individuellen Bedürfnisse erfüllen können, dass wir aber auch den
Ansprüchen an die nachhaltige Entwicklung gerecht werden. In unserem Promotionskolleg, das wir aktuell betreiben mit einigen Stipendiaten auch, wir hatten gerade gestern eine spannende Diskussion auch zu dem Thema, wie wir diese Modelle weiterentwickeln, haben wir eine Perspektive entwickelt, die durchaus anerkennt, dass Mobilität eben nicht nur eine rein technische Frage ist, sondern eine kulturelle Frage, eine Frage, die insgesamt gestaltet werden muss und die neben den klassischen Disziplinen Raumstruktur, Verkehrsplanung, die ich ja auch hier mit vertrete, eben genau die Fragen auch der kulturellen Dimension, der individuellen Wahrnehmung, der Lebensstile und der Präferenzmuster beinhaltet und ganz wichtig aber die Governance, die Steuerung letztlich eben auch der politischen Entscheidungen, die Rahmenbedingungen setzt und die dazu beitragen muss aus meiner Sicht, dass all das, was sich auch aus einem ökonomischen, erfinderischen Interesse an neuen Services, an Dienstleistungen im Mobilitätssektor, an Sharing-Angeboten entwickelt, sich in ein Gesamtgefüge so integriert, dass dabei nicht nur der individuelle Nutzen für die Einzelnen entsteht, sondern der Nutzen für diese Stadt, für diese Stadtgesellschaft, für die Community sozusagen, die damit zusammenhängt. Und in Untersuchungen, wo wir aus 15 unterschiedlichen Städten weltweit auch Partner eingeladen haben, hier nach München gemeinsam mit MAN, ist dieses Bild entstanden als Gedankenmodell, knüpft durchaus auch an das an, was Herr Berger gerade gesagt hat, nämlich Partnerschaften zu entwickeln zwischen einerseits den Bürgern, die sehr stark letztlich auch ihre Bedürfnisse zum Ausdruck bringen wollen, die immer stärker auch sich beteiligen an diesen Prozessen, die oft sehr gute Ideen haben, wie jüngst in der Bürgergutachtenwerkstatt für den Regionalplan in München. Ich bin da sehr überrascht von den guten Ideen, die dabei entstanden sind, die tatsächlich dann auch in die politischen Entscheidungen einfließen sollten und andererseits der Wirtschaft, die natürlich ihre eigenen Interessen hat und die auch gerechtfertigterweise in diese Systematik hineingehören. Gewerbesteuer wurde angesprochen. Es ist natürlich auch eine finanzielle Frage, die dieses System mit steuert. Aber ich denke, dass das zusammengehört, dass wir auch die bestehenden Initiativen, die es da gibt, in der Inzell-Initiative, in der Metropolregion, durchaus ein Stück weit aufmachen für einen öffentlichen Diskurs und das gemeinsam weiterentwickeln mit zahlreichen Partnern hier auch in der Region, mit denen wir im Kontakt sind, mit denen wir auch ein solches Netzwerk weiterentwickeln möchten, aus der TU München heraus, über die Fakultätsgrenzen hinweg, sind wir da auch intern sehr intensiv im Gespräch mit den Partnern, die hier am Rand stehen, aber natürlich auch noch ganz viele offene Punkte, denn das geht nur gemeinsam. Da bin ich sehr gespannt auch auf die weiteren Schritte und freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Wohlfass, vielen Dank. Ich höre jetzt mal ein bisschen auf zu hetzen, aber ich gebe jetzt gleich weiter an Vincent Ellison vom Jungen Wirtschaftsbeirat. Also es waren ja viele Impulse und wir schauen mal, was er aus den Impulsen macht. Ich greife natürlich alle auf. So, kleinen Moment, wir müssen kurz umstecken. Alles ausmachen. So. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Die Digitalisierung live. Sehr gut. Vielen Dank schon mal für die spannenden Impulse bisher. Jetzt wird es noch mal ein bisschen dicht an Inhalt, aber ein bisschen in einer gewissen anderen, in einer anderen Schnitt. In der nächsten halben Stunde, der Hans Hammer ist vor einem halben Jahr circa auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, was zur smarten Infrastruktur zu machen. Und wir haben uns schon öfters überlegt, ob man nicht eine Infrastruktur lieber smart macht, statt dass man neuen Beton baut. Und habe ich gesagt, ich spontan gesagt, ja klar, machen wir. Hans Hammer hat ja schon die Ziele so ein bisschen angenommen, warum machen wir das überhaupt? Was motiviert uns dahinter? Naja, zum einen mal wollen wir irgendwie die Kapazität hochfahren von der bestehenden Infrastruktur, eben ohne neue Straßen zu bauen oder gegebenenfalls ohne neue Straßen zu bauen. Wir wollen die Effizienz hochfahren, das heißt mehr nutzen
rausbringen bei gegebenenfalls weniger Kosten. Und wir wollen die Stabilität erhöhen, also weniger Hürden einbauen oder wenn eine Infrastruktur mal in die Knie geht, dass sie möglichst schnell wieder am Netz ist und funktioniert. Und am Ende wollen wir den Gesamtwert über den Lebenszyklus einer Infrastruktur erhöhen. Ja, und dann kam die große Frage, es ging ja um smarte Infrastruktur. Was ist eigentlich genau smarte Infrastruktur? Und ich hatte zwar so ein grobes Konzept, aber habe dann gemerkt, wenn ich gefragt habe, ja, warum ist das jetzt smart? Jeder benutzt ja alles, ist ja smart. Ich habe noch nie gehört, ich habe ein dummes Phone, sondern jeder hat natürlich ein smartes Phone. Also alles ist smart, aber was genau ist es eigentlich im Kontext mit der Infrastruktur? Und was ist in dem Kontext dann auch überhaupt genau Infrastruktur? Und deswegen möchte ich Ihnen in der nächsten Viertelstunde kurz sagen, meine Perspektive auf was ist überhaupt Infrastruktur, weil das aus meiner Sicht gar nicht so klar ist, vor allem für jemanden, der vielleicht nicht in der Infrastruktur zu Hause ist. Was ist eigentlich smart oder wie könnten wir darüber nachdenken und warum avatarisieren? Das sage ich Ihnen gleich im später noch, was sich dahinter verbirgt. Und dann freut es mich, dass ich die Julia Lehmann gewinnen konnte. Sie ist eine Datenexpertin. Sie hat bereits über 100 Datenprojekte in einem Unternehmen durchgeführt. Und ich hatte Sie gebeten, weil Smart Infrastruktur immer noch ein relativ neues Feld ist, mal aus Ihrer Perspektive und Ihrer Vergangenheit zu überlegen, welche Beispiele für Sie sind eigentlich so eine smarte Infrastruktur. Wie schaut sowas aus Ihrer Sicht aus? Und da wird sie uns ein paar konkrete Beispiele nennen. Also starten wir. Smarte Infrastruktur. Was ist dieses Infrastruktur? Naja, wenn man liest so drüber, man liest technische Infrastruktur, IT-Infrastruktur, Infrastrukturrecht. Darunter subsumieren wir meistens sowas wie die Daseinsvorsorge, also Wasser, Abwasser, Energie, Verkehr. Hat mich aber noch nicht ganz glücklich gemacht, dass ich sage, ja, was ist es Infrastruktur? Oder warum ist irgendwas vielleicht nicht Infrastruktur? Ich habe mir überlegt, ja, dann schaue ich es mir doch nochmal schnell von Begrifflichkeit her an. Also Infra, klar, von unter und liegt natürlich irgendwie unter Supra. Das heißt, es muss auch eine Suprastruktur geben. Ich kann nicht nur Infra machen, da muss ich auch Supra machen. Also was ist eigentlich Supra? Supra wären in dem Zusammenhang Funktionen oder Services, die von der Infrastruktur abhängen. Das heißt, zusammenfassend habe ich für mich mitgenommen, eigentlich Infrastruktur ist ein Enabler. Ja, er ermöglicht Services und ohne die Infrastruktur funktionieren eben diese Services einfach nicht. Ja, dann war die nächste Frage Verkehrsinfrastruktur. Ja, was ist jetzt die Ampelinfrastruktur? Ist es auch Infrastruktur? Und was ist eigentlich die einzelne Ampel? Die Säule, wo dann vielleicht unten Strom dran steckt und oben die Leuchten dranhängen. Ist es auch Infrastruktur? Ist das nur eine Komponente von einer Infrastruktur? Und ich bin irgendwie habe ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, irgendwie entscheidend der Kontext zu entscheiden. Das heißt, wenn ich über Infrastruktur spreche und irgendetwas da smart oder intelligenter machen möchte, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir klarziehen, über was wir genau sprechen. Also welche Komponenten fassen wir zusammen in ein Stück Infrastruktur? Sprechen wir über die Ampel, die wir smarter machen oder über die gesamten Ampelsysteme in einer Stadt München oder sprechen wir über die gesamte Verkehrsinfrastruktur? Also wichtig aus meiner Sicht, wenn wir darüber diskutieren, überlegen Sie, wir sollten uns überlegen, wo sind die Systemgrenzen, welche Komponenten fasse ich zusammen in eine Infrastruktur? Also Takeaway. Kontext entscheidet. Immer davor überlegen, wenn ich eine smarte Infrastruktur mache, was sind die Komponenten und was ist in diesem System zusammengefasst. Damit hatte ich schon so ein bisschen besseres Gefühl, was Infrastruktur eigentlich ist. Ja, dann kam die große Herausforderung, ja, was ist jetzt eigentlich konkret smart? Und vor allem smart im Zusammenhang mit Infrastruktur. Ja, ich habe einige Paper gelesen und ein bisschen rumrecherchiert, habe nicht wirklich viel gefunden, also es scheint ein neues Feld zu sein. Eine habe ich jedoch gefunden, Smart Infrastructure equals Digitally Enhanced Infrastructure. Und nach der einfachen Mathematik kann ich hier Infrastructure wegkürzen und dann bleibt das übrig, smart equals digitally enhanced. Ja, und dann hatte ich mir nochmal überlegt, wenn ich jetzt eine Brücke habe und ich hänge da einen digitalen Sensor dran, den klebe ich unten dran und der misst vielleicht die Spannungen von der Brücke. Ist das dann eine smarte Brücke? Und dann hatte ich irgendwie so im Inneren habe ich gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich mir unter einer smarten Infrastruktur vorstelle. Das ist ein Sensor an einer Brücke, aber keine smarte Brücke. Und insofern habe ich nochmal angefangen zu überlegen, welche Komponenten gehören denn aus meiner Sicht zu einer smarten Infrastruktur, weil ich eben auch relativ wenig tatsächlich im Internet finden konnte. Und ein wesentlicher Bestandteil sind sicherlich die Daten. Das ist bei mir als erstes eigentlich immer in meinen Kopf geschossen. Und da habe ich gedacht, ich brauche aber auch irgendwie ein Ziel, weil nur Daten ohne Ziel macht irgendwie für mich auch nicht so wirklich, macht es nicht für mich nicht wirklich smart. Naja, und die beiden sind irgendwie miteinander verbunden. Und da habe ich gefragt, ja, wie sind die beiden jetzt verbunden? Das sind aus meiner Sicht vier Bausteine. Einmal möchte ich diese Rohdaten bearbeiten, das heißt, ich selektiere, welche Spalten brauche ich, welche Zeilen brauche ich, mal ganz einfach in Excel gedacht. Ich möchte diese Daten verstehen, das heißt, ich möchte Muster erkennen, entweder bestehende Muster, meine Daten bestehenden Mustern zuordnen oder vielleicht sogar ganz neue Muster erkennen. Hier kommt sowas wie Machine Learning zum Beispiel zum Zug aus meiner Sicht oder eine Sentimentanalyse, wo ich ein Bild hinschicke und ich kriege zurück, wie sich die Person gerade fühlt.
Dann entscheide ich aufgrund dieser Erkenntnis, treffe ich Entscheidungen, die kann ich entweder regelbasiert treffen oder nach einem Optimierungsalgorithmus treffen. Ja, und am Ende ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich die natürlich auch irgendwie umsetze. Sonst bringt das alles irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Und dann habe ich überlegt, okay, ist das jetzt ein smartes System? Das heißt, ein smartes System, das diese sechs Komponenten hat, ist das smart? Ich dachte, nee, irgendwas fehlt da immer noch. Und ich bin dazu gekommen, dass ich irgendwie so ein System im smarten Sinn sehe. Ich brauche irgendeinen geschlossenen Wirkkreislauf. Ich komme aus Maschinenbau und Elektrotechnik und da bin ich noch gebrandmarkt von der Regelungstechnik. Also irgendein System, das sich selber regelt. Ich muss schauen, wenn ich was umgesetzt habe, ob das auch die Wirkung erzielt. Sonst setze ich was um und am Ende geht es vielleicht sogar in die andere Richtung und ich erreiche mein Ziel nicht. Das heißt, ich brauche irgendwie diesen geschlossenen Wirkungskreislauf. Ja, und mit diesem Bild bin ich zu Julia Lehmann gegangen. Ich habe gesagt, Julia, was hältst du von dem Bild? Hat sie gesagt, ja, das macht irgendwie schon Sinn, das macht dieses mal ein bisschen dieses komplexe Smart und Daten und jeder will es machen und keiner versteht es und es nur Daten-Nerds. Das macht es ein bisschen griffiger, aber können wir es nicht noch ein bisschen operationalisierter machen? Und haben uns überlegt, wo gibt es sowas schon in einer gewissen Art oder einer ähnlichen Art und sind auf den Business Model Canvas gekommen. Der Business Model Canvas, der ein oder andere kennt es vielleicht, macht letztendlich ein komplexes Business Model. Business Model ist ja relativ komplex, hat viele Komponenten. Einfach stellt es auf einer Seite dar und ist eigentlich mittlerweile so eine Art Standardwerkzeug in der Startup-Branche. Ja, und dann habe ich überlegt, okay, das probiere ich doch gleich mal aus. Das transferieren wir doch einfach mal auf einen Canvas. Und genau das habe ich gemacht und herausgekommen ist in einer Beta-Version aktuell der Smart Model Canvas. Ja, wir modellieren ja kein Business, sondern eben ein smartes System. Und dieses smarte System, da finden Sie jetzt auch genau diese sechs Komponenten wieder, soll dabei helfen, eben Systeme, smarte Systeme zu definieren, also eine Art Materialisierung von dem Begriff smart. Ich gehe jetzt nicht auf die genauen Details ein, weil wir zeitlich ein bisschen hinterherhängen, aber die Julia Lehmann wird noch ein paar Beispiele dazu bringen. So, wenn ich jetzt sage, das ist die Materialisierung von smart, stellt sich die Frage, wie implementiere ich das jetzt? Und aus meiner Sicht gibt es da drei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann es entweder alles manuell machen, dann ist es aus meiner Sicht immer noch ein smartes System. Aber es ist halt ein manuelles smartes System. Ich kann es ein bisschen smarter machen, da habe ich so ein hybrides System, da arbeitet Mensch, Maschine miteinander zusammen. Und ich kann es noch smarter machen, das ist die volle Automatisierung. Und die volle Automatisierung bringt natürlich die klassischen Vorteile, die wir kennen, skalierbar, schnell, präzise, es ist sehr, sehr verlässlich und es schafft die Möglichkeit zur Transparenz. Das heißt, das System wird nicht müde, das System ist nicht krank, das System kündigt nicht, sondern es ist einfach da und ich kann im System bereits bestimmte Komponenten reinbauen, die es eben dann auch verlässlich machen. Und das ist vor allem in einer öffentlichen Infrastruktur, glaube ich, wichtig, weil das produziert wieder Trust, also Vertrauen darin, dass unsere Steuergelder mit der öffentlichen Infrastruktur gut verwendet werden. Also, nochmal kurze Takeaways zu Smart. Smart ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir diesen geschlossenen Wirkkreislauf haben und sind eben als Angebot diese sechs Elemente, die ich vorhin genannt hatte. Und die Autonomie, hatte ich gesagt, man kann es in drei unterschiedlichen Stufen implementieren und die volle Automatisierung, ich glaube, das ist das, wo es so hingeht und wo wir wahrscheinlich auch teilweise die Sorgen hören, dass eben Arbeitsplätze gegebenenfalls verloren gehen. Kommen wir zu dem letzten Punkt, smarte Infrastruktur avatarisiert. Was fehlt mir denn eigentlich noch bei so einer smarten Brücke? Ja, dass sie eigentlich alles selber machen kann. Jetzt hat die smarte Brücke aber eine oder die Brücke im Moment noch die Schwierigkeit, dass sie ja irgendwie so aus Beton besteht. Sie kann nicht einfach in den Obi fahren und mal schauen, welche Baumaterialien der Brücke gefällt und sagen, ich hätte gerne das und ich hätte gerne das. Geht nicht, weil sie hängt ja irgendwie ziemlich statisch an einem Ort. Und der eine oder andere hat ihn vielleicht noch in Erinnerung, den Film Avatar. Da gab es einen Rollstuhlfahrer. Der Rollstuhlfahrer war begrenzt eben auf seinen Rollstuhl. Und hat einen Avatar steuern können. Das heißt, er konnte sich in eine andere Identität übersetzen und hat damit seine physikalischen Begrenzungen aufgegeben und konnte auch fliegen und alle anderen möglichen schönen Dinge. So, und wenn wir das mal übertragen auf so ein Stück Brücke. So ein Stück Brücke hat ja auch seine Begrenzungen und kann eben nicht so viel machen. Dann glaube ich, da zeige ich Ihnen kurz, was ich damit genau meine. Ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgegriffen. Also wir haben die Brücke selber, wir haben vielleicht diverse Leuchten auf dieser Brücke, wir haben verschiedene Knotenpunkte oder Aufhängungen, wo diese Seile dran geknüpft sind. Und was heißt es jetzt, wenn die einen Avatar bekommen oder eine digitale Identität bekommen, heißt es nichts anderes als eine so eine komische ID. Jetzt ist es immer so abstrakt, deswegen habe ich es mal dazu gemacht. Also so schaut so eine digitale ID dann tatsächlich aus. Könnten 34 Zeichen sein, schaut ziemlich random aus. Aber das wäre die Identität und damit auch der Avatar, mit dem diese Brücke oder der Aufhängepunkt oder aber auch die Leuchte im Internet agieren kann. Ja, und es ist wichtig, dass so ein Avatar, damit er auch gut agiert oder damit die Brücke auch das machen kann, was sie vielleicht machen möchte, das sage ich gleich noch, was das sein könnte, dass jeder Avatar so eine bestimmte Fähigkeit, der braucht so ein Skillset.
Zum einen brauche ich irgendwie Speicher. Ich muss irgendwie meine Sensordaten irgendwo ablegen können. Ich brauche ein bestimmtes Maß an Logik. Als Beispiel, wenn wir sagen, beim Aufhängepunkt habe ich ein Spiel von größer 5 mm. Sobald das passiert, bitte hole Angebote ein von den Standhaltern, vergleiche die nach einem bestimmten Algorithmus und beauftrage den Instandhalter, dass er dich Knotenpunkt repariert. Ja, das alles muss natürlich auf irgendeiner Rechenleistung passieren. Und im Anschluss wurde dieser Knotenpunkt instand gehalten. Jetzt kann ich in diesem smarten System misst der Knotenpunkt sagt, ja, das Spiel ist jetzt kleiner wie 5 mm. Das heißt, Instandhaltung war erfolgreich. Ich zahle dem Instandhaltungsunternehmen das Geld aus. Pass auf mal, 520 Euro. Das heißt, ohne Zutun von einer anderen Person hat die Brücke sich selber oder dieser Knotenpunkt sich selber instand gehalten. Und wie funktioniert das dann so konkret? Wo passieren diese Interaktionen? Der eine oder andere hat es schon mal gehört, die Blockchain. Ich glaube, dass das eine Art Technologie ist. Mehr oder weniger wie ein großes Excel-Sheet, so können Sie sich das vorstellen. Aber man kann die Vergangenheit nicht türken. Das heißt, man kann nicht sagen, ich habe da damals irgendwie 4 Euro geschickt, aber die habe ich gar nicht geschickt, es waren doch nur 1 Euro. Ja, ich kann es quasi nicht mehr verändern. Es ist eine gemeinsame Wahrheit. Und da gibt es bereits die ersten Technologien eben zu dem Thema Blockchain. Die Bitcoin, kennen Sie, ist die bekannteste Anwendung auf einer Blockchain. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Infrastruktur ist aus meiner Sicht Enabler und der Kontext entscheidet. Beim Smarten als Angebot in so einem Smart Model Canvas vielleicht zu denken und zum Thema Autonomie hatte ich Ihnen gesagt, diese 3 Stufen bis zur vollen Automatisierung. Ja, und am Schluss war noch die Avatarisierung. Nochmal warum? Damit dieses Stück Infrastrukturelement komplett autark auch tatsächlich Verträge abschließen kann, Instandhaltung beauftragen kann. Und das alles passiert in der Blockchain. So, jetzt hoffe ich, dass ich Ihnen so ein paar, es war ja Ideen laut gedacht, ein paar Ideen mit an die Hand geben konnte. Ich freue mich auf die Diskussion. Und jetzt übergebe ich an die Julia Lehmann, die uns noch ein paar Beispiele dazu liefert. Vielen Dank. Das ist übrigens der Hintergrund von der spanischen Atlantikküste. Da komme ich auch gleich noch genauer drauf zu sprechen. Vielen Dank erstmal an Vincent für die Einladung. Wir hatten darüber gesprochen, wie man eigentlich intelligente Systeme konkret umsetzen kann. Und dabei ist mir an erster Stelle sofort die Stadt Santander eingefallen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Santander eine der intelligentesten Städte Europas ist. Das liegt vor allem an der Vernetzung. Und ich würde Ihnen dieses Beispiel gerne vorstellen, weil wenn man mich fragt, was ist smarte Infrastruktur, dann muss ich immer als allererstes an Santander denken. Und zwar ist es ein Projekt, ein Forschungsprojekt, das 2010 gestartet ist. Dort wurden 6 Millionen Startkapital investiert, was also im Verhältnis zu den Flughafengebühren, die wir vorhin gehört haben, eigentlich relativ wenig ist. Und was das Ganze so smart macht, ist, dass man 20.000 Sensoren implementiert hat in der Stadt. Und diese Sensoren, die senden tagtäglich 150.000 Datensätze an die verschiedenen Datenkontrollsysteme. Und es ist ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt. Und das Spannende ist eigentlich nicht, dass man dort die Sensoren implementiert, sondern das wirklich Aufregende an dem Thema ist, dass man eine zentrale Datenkontrollstelle hat, die sozusagen im Endeffekt auswertet, wie kann ich meine Prozesse optimieren, die versucht, Dinge in Verbindung miteinander zu bringen. Und dadurch ist eben auch die Lebensqualität der Bürger in Santander enorm gestiegen. Also wenn Sie das Thema interessiert, gerne auf der Map Santander nochmal nachschauen. Da kann man auch sehr, sehr viele Ideen sammeln. Was gibt es denn überhaupt für Sensoren? Welche Informationen werden da überhaupt übermittelt? Und da kann man vielleicht auch die ein oder andere spannende Idee einsammeln, die vielleicht auch für die Praxis einfach hilfreich ist. Was sind das jetzt genau für smarte Infrastrukturbeispiele? Wir haben jetzt beispielsweise
das Thema Smart Energy. Das heißt, man hat Bewegungsmelder an den Lampen in Santander befestigt und da wird genau registriert, wann geht ein Fußgänger an dieser Lampe vorbei. Und wenn dann jemand vorbeigeht, dann schaltet sich die Lampe automatisch an. Oder sie schaltet sich eben aus, wenn keine Fußgänger an der Lampe vorbeigehen. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Business Case für jede Stadt, weil man dann dadurch eigentlich um 80% die Kosten senken konnte. Also wirklich was, worüber man nachdenken kann. Dann ist noch ein weiterer spannender Use Case aus dieser smarten Stadt, das Smart Waste Management. Das heißt, man überlegt sich ganz konkret, wie kann man jetzt die Müllabfuhr, wie kann man den Transport dort optimieren. Das heißt, man hat Sensoren innerhalb der Mülleimer implementiert und es wird genau gemessen, wie voll ist jetzt sozusagen dieser Mülleimer. Und wenn dann der Mülleimer voll ist, dann kommt ganz automatisch, ohne dass man weiter was tun muss, die Müllabfuhr, holt das Ganze ab und man muss sich um nichts weiter kümmern. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Grundsätzlich kann man sagen, dass natürlich die Herausforderungen an smarte Städte in der Zukunft steigen werden. Also allein in München wird prognostiziert, dass wir bis 2035 1,85 Millionen Einwohner sind. Wer vorhin versucht hat, hier zum Flughafen zu kommen, der wird gemerkt haben, dass damit natürlich auch Herausforderungen an die Infrastruktur kommen, dass man beispielsweise auch den Transport optimieren muss. Flughafen war ein anderes Thema. Weitere Herausforderungen der Zukunft sind natürlich, dass man wesentlich mehr Energie verbrauchen wird, man produziert mehr Müll. Was noch dazu kommt, ist, dass natürlich auch die Kriminalität in Zukunft vermutlich steigen wird, ist leider so. Aber man hat natürlich auch Vorteile. All diese Aktivitäten generieren Daten und diese Daten können wir auswerten und dann können wir unsere Systeme effizienter gestalten. Das ist also wirklich ein sehr interessantes Modell, wo man rechtzeitig drüber nachdenken muss, dass man eben nicht in Zukunft von diesen Themen überfordert wird. Und ich habe mir jetzt konkret überlegt, um nochmal auf das Canvas-Modell von Vincent zurückzukommen, wie kann ich das Ganze exemplarisch darstellen mit den smarten Datensystemen, weil es ist ja schon so ein bisschen so ein Buzzword, irgendwie sprechen alle über Big Data, also ich habe heute das Thema Big Data Analytics, glaube ich, in zwei verschiedenen Slides schon gesehen, es taucht eigentlich immer überall auf und es ist wirklich so ein Modewort, alle benutzen es und keiner weiß eigentlich wirklich, wie es funktioniert und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir dieses Konzept jetzt einfach mal konkret detailliert durchspielen und ich habe mich dabei auf das Thema Crime Prediction fokussiert. Einerseits, weil ich denke, dass es eben in der Zukunft ein Thema ist, Verbrechensbekämpfung, die für alle Städte relevant ist. Andererseits aber geht es auch darum, dass man auch in der Zukunft diese Projekte rechtzeitig umsetzt. Und wir haben gerade selber so ein Projekt gestartet. Da geht es eben darum, dass wir die Verbrechensdaten auswerten und dementsprechend dann die Verbrechen prognostizieren können. Also ein ganz spannendes Modell, an dem wir gerade rumspielen. So, ganz wichtig ist bei jedem smarten System, dass man sich erstmal überlegt, was ist eigentlich das Ziel, das ich erreichen möchte mit diesem System. Und so ein smartes Ziel, ich würde es jetzt einfach mal detailliert durchgehen. Ein smartes Ziel muss spezifisch sein, das muss messbar sein, das muss attraktiv sein, das muss realistisch sein und es muss terminiert sein. Was bedeutet das Ganze jetzt konkret? Wir haben jetzt gesagt, wir möchten das Ziel erreichen, die Anzahl an Übergriffen gegen die sexuelle Selbstbestimmung in München bis 2020 um 20% zu reduzieren. Was bedeutet das jetzt genau? Warum ist es ein spezifisches Ziel? Einerseits haben wir uns konkret auf das Thema Anzahl der Übergriffe gegen die sexuelle Selbstbestimmung in München konzentriert. Das heißt, in dem Moment interessiert uns jetzt erstmal nicht, was passiert mit den Daten in Bayern oder in Deutschland oder was passiert mit Diebstählen oder Morden, sondern wir fokussieren uns auf ein Thema. Das macht das Ziel spezifisch. Dann muss es messbar sein. Das heißt, wir überprüfen, wie viele Übergriffe gab es in der Vergangenheit und versuchen das um 20% zu reduzieren. Das bedeutet, wenn wir beispielsweise im letzten Jahr ungefähr 700 solcher Fälle hatten, bedeutet, wir wollen es um 20% reduzieren, wir wollen 140 weniger Fälle im Jahr 2020 haben. Das Ganze muss attraktiv sein.
Das heißt, es muss von allen Beteiligten unterstützt werden. Also ich glaube, es gibt keinen hier in dem Raum, der sagen würde, nö, ist ein doofes Ziel, da möchten wir uns jetzt nicht nachrichten. Und es würde wahrscheinlich von allen unterstützt werden, ganz wichtig, um Ziele gemeinsam erreichen zu können. Dann muss es realistisch sein. Das heißt, wir haben wahrscheinlich alle die Ambition, die Kriminalität komplett auf null zu senken. Aber das ist leider nicht möglich. Deswegen haben wir gesagt, wir versuchen das mit den 20%, was ja sicherlich ambitioniert ist, aber auf jeden Fall auch machbar. Und dann haben wir gesagt, das muss terminiert sein. Das heißt, das Ziel muss bis 2020 erreicht sein. Und das ist jetzt auch ein Thema, was ich in meinen Datenprojekten oft sehe, dass viele Kunden mir sagen, wir möchten mehr Kunden generieren, wir wollen mehr Umsätze erreichen. Aber letztendlich kommt es wirklich darauf an, dass man sich ein smartes Ziel setzt, sich genau überlegt, was möchte ich denn mit den Daten überhaupt erreichen, wie möchte ich das Ganze erreichen und ganz wichtig auch, bis wann möchte ich das erreichen. Ja, und wenn wir das jetzt auf das Modell von vorhin anwenden, dann können wir sagen, wir haben uns jetzt ein Ziel gesetzt. Und dann müssen wir uns überlegen, ganz im Detail, was möchten wir eigentlich für Daten? Was brauchen wir? Welche Daten stehen überhaupt zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen? Und da haben wir natürlich einen weitreichenden Quellenschatz. Das heißt, wir können beispielsweise auf die polizeiliche Kriminalstatistik zurückgreifen. Wir können auf Polizeiberichte von der Stadt München zurückgreifen. Wir können auf Daten vom Bundeskriminalamt zurückgreifen, die uns alle kostenlos zur Verfügung stehen. Und wir können es natürlich auch um die Einwohnerzahl pro Stadtteil ergänzen. Und dann im nächsten Schritt geht es eben konkret darum, dass wir diese Daten bearbeiten. Also ich versuche jetzt wirklich konkret in diese Schritte reinzugehen, damit man auch mal von diesem abstrakten Big Data-Thema wegkommt und wirklich mal ins Detail reinguckt. Das heißt, in diesem Schritt bearbeiten müssen wir uns jetzt genau überlegen, welche Daten wollen wir denn überhaupt analysieren. Das heißt, wir haben einmal die Münchner Stadtbezirke, dann haben wir die Straftaten, die in diesen Stadtbezirken stattfinden und dann können wir sagen, das sind jetzt Daten aus einer PDF-Datei, die müssen wir jetzt extrahieren, damit wir sie mit der Einwohnerzahl pro Stadtviertel kombinieren können. Warum müssen wir das mit der Einwohnerzahl machen? Man könnte natürlich die Vermutung anstellen, wenn ich jetzt Daten aus Rammersdorf anreichere mit denen aus Allach, dass ich jetzt sage, okay, in Rammersdorf gibt es mehr Verbrechen als in Allach, aber ich muss natürlich mir überlegen, wie viele Einwohner wohnen denn überhaupt insgesamt in diesem Viertel, um das Ganze vergleichbar zu machen. Und wenn ich diese Daten dann habe, dann kann ich mit dem wirklich interessanten Teil anfangen. Das heißt, ich kann versuchen, diese Daten zu analysieren. Ich kann herausfinden, wo genau fand jetzt ein Verbrechen statt. Ich kann schauen und filtern, welches Verbrechen hat genau stattgefunden und kann mir dann überlegen, zu welcher Zeit ist denn das überhaupt passiert, wann ist es passiert. Und wenn ich all diese Informationen habe, dann kann ich Muster erkennen mit künstlicher Intelligenz und kann Prognosen erstellen. Und sobald ich dann all diese Informationen habe, kann ich mir Kriterien festlegen, wie ich denn in Zukunft verfahren möchte. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich beispielsweise eine bestimmte Anzahl an Übergriffen im Zeitraum X habe, in einem Stadtbezirk Y, dann möchte ich zum Beispiel mehr Polizeipräsenz zeigen. Ganz wichtig, auch in dem Fall, man muss es natürlich auf jeden Fall auch umsetzen. Das heißt, man muss dann sagen, okay, ich möchte jetzt beispielsweise in der Ludwigsvorstadt die Anzahl an Streifenpolizisten erhöhen. Das war ein sehr interessantes Beispiel. Wir haben ja die tatsächlichen Daten aus München genommen und man hätte ja eigentlich erwartet, dass jetzt vielleicht irgendwie am Hasenbergl oder im Neuperlach die meisten Probleme sind. Aber wenn man jetzt das Ganze sich anschaut, dann sieht man hier auch in dieser Visualisierung, dass eigentlich das kritische Viertel eher die Ludwigsvorstadt ist oder beispielsweise Schwabing. Also hat mich auch überrascht und das sind dann manchmal so spannende Ergebnisse, die man auch so Datenanalysen bekommen kann. Ja, und dann das Wichtige, warum mache ich denn diese ganzen Datenanalyse? Ich versuche natürlich meine Analyse anzuwenden, das Ganze umzusetzen. Das heißt, in dem Fall würde ich die Anzahl an Streifenpolizisten in Ludwigsvorstadt erhöhen. Man könnte allerdings auch sich alternative Methoden überlegen, könnte dann beispielsweise sagen, man wird dieses Stadtviertel ein bisschen besser ausleuchten, damit sich vielleicht die Frauen dort sicherer fühlen und die Männer ein bisschen mehr Angst bekommen. Und ganz, ganz wichtig bei jedem smarten System ist, dass man eben im Nachhinein auch kontrolliert, ob jetzt beispielsweise diese Übergriffe bis dahin auch wirklich um 20% reduziert wurden. Das heißt, ich schaue, vorher hatte ich eben diese 700 Übergriffe, dann schaue ich, wie ist es im Jahr 2020 und kann es miteinander vergleichen. Und das ist eben auch so ein Thema in der Umsetzung, was ich im Umgang mit Kunden merke, dass eigentlich alle Datenanalysen machen und alle ganz wild Daten sammeln, aber eigentlich keiner wirklich weiß, was mache ich jetzt mit diesen Daten. Und da möchte ich einfach
wirklich empfehlen, dass man da so ein bisschen die Angst vor diesen sogenannten Key Performance Indicators beseitigt, dass man sich an diese Datenanalysen rantraut und dass man dementsprechend eben auch handelt. Denn nur wenn ich mir solche Ziele setze, dann natürlich bin ich daran messbar, natürlich kann es dann vielleicht auch mal misslingen, aber dann habe ich zumindest irgendwelche Daten, an denen ich herausfinden kann, warum ist es denn gescheitert und wie kann ich mich im nächsten Jahr verbessern und wie kann ich dann eben auch die Ziele mir besser definieren fürs nächste Mal. Jetzt also nochmal ganz kurz in einem smarten System angedacht. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir setzen uns ein konkretes, smartes Ziel. Wir überlegen uns, welche Daten uns fehlen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir bearbeiten die Daten. Wir versuchen, die Daten zu verstehen. Das heißt, in diesem Fall haben wir das in einer Heatmap visualisiert. Wir versuchen, mit künstlicher Intelligenz Muster und Prognosen zu erkennen. Dann setzen wir Kriterien für die Entscheidung auf. Und dann müssen wir auf jeden Fall handeln. Das ist sozusagen das Grundprinzip von jedem smarten Datensystem. Ich hätte jetzt noch ein weiteres Beispiel. Ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind. Okay. Geht nochmal um das Parken, wo man eben sagt, man möchte die Zeit, dass die durchschnittliche Parkbuchsuchdauer bei ungefähr 30% liegt im Stadtverkehr, dass man durchschnittlich 10 Minuten danach sucht. Und wenn wir dieses Prinzip jetzt auch anwenden, dann können wir beispielsweise das System von der Smart City Santander ansetzen, können sagen, wir möchten bei einer Auslastung der innerstädtischen Parkplätze von mehr als 80% den Verkehr umleiten. Dann habe ich dort eben die Daten, die ich aus meinen 400 Sensoren ziehen kann, die unter dem Asphalt in der Innenstadt von den Parkplätzen implementiert wurden. Dann kann ich das gegebenenfalls noch mit CO2-Werten anreichern, womit wir wieder beim ersten Thema sind. Dann kann ich genau visualisieren, wie sehr sind meine Parkplätze ausgelastet, wie ist die Korrelation zwischen Parkplatzauslastung und Emissionen. Und kann dann entscheiden, dass beispielsweise, wenn die Parkplätze besonders ausgelastet sind, am Eingang des Ortes eine Informationstafel steht, die sagt, jetzt ist rot, jetzt dürfen Sie nicht mehr in die Stadt reinfahren und dann funktioniert die ganze Stadt wie ein intelligentes Parkhaus. Auch in dem Fall können Sie danach wieder die Daten kontrollieren. Sie können gucken, wie waren die CO2-Werte vor Implementierung der Sensoren, wie waren die CO2-Werte danach. Und dann können Sie beispielsweise auch sehen, hat sich durch diese Verkehrsoptimierung jetzt letztendlich auch das Ganze positiv auf die Umwelt ausgewirkt. Alles in allem, um nochmal kurz abzuschließen, ist natürlich das Wichtigste bei allen datenbasierten Projekten, dass man smarte Leute hat, die diese Projekte auch umsetzen. Dankeschön. Danke, dann sage ich vielen Dank und bitte doch gleich mal den smarten Wirtschaftsbürgermeister der Landeshauptstadt München auf die Bühne, der noch einen kurzen Impuls gibt, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Ja, vielen Dank, lieber Hans. Grüß Gott beisammen, guten Abend. Jetzt bin ich so hergehetzt und habe Angst gehabt, ich komme schon heillos zu spät. Dabei ist die Veranstaltung so verspätet, dass ich noch viel zu früh dran war. Nein, aber es war wirklich sehr interessant, die Impulse jetzt zu hören. Jetzt mache ich das wieder ganz banal. Wie ich die wirtschaftliche Bedeutung des Infrastrukturausbaus und auch die Potenziale für München so sehe. Sie wissen, dass München eine wachsende Stadt ist. Es kam auch in einem Vortrag bereits vor. Wir werden also auf 1,8 Millionen Einwohner im Jahr 2030, das ist jetzt so die letzte offizielle Prognose der Stadt, steigen. Und das ist ein schönes Problem, weil das ist uns lieber in der Stadtspitze und der Stadtpolitik, als wenn man darüber diskutieren müsste, wie wir Menschen unsere Heimat halten und irgendwie unsere Stadt zurückbauen und wenn es keine wirtschaftliche Perspektive gibt. Aber es ist eben auch problematisch, weil natürlich das uns vor große Herausforderungen stellt und überhaupt Grundlage dieses Wachstums und um diesen Zuzug auch zu bewältigen zu können, ist natürlich die Infrastruktur, um die es heute Abend geht. Also es ist eine Grundvoraussetzung für die Bewältigung des Zuzugs und dann natürlich eben auch Chance, dass wir München auch in 20, 30 Jahren noch lebenswert erhalten und diesen Wohlstand auch in Zukunft sichern. Und deshalb machen wir eine ganze Menge von Anstrengungen. Wir investieren beispielsweise sowohl in die digitale als auch in die Verkehrsinfrastruktur. Fangen wir mal mit der digitalen Infrastruktur an, weil da werde ich immer wieder gefragt und dann überrasche ich einige Leute, wenn ich sage, dass die Stadtwerke München als 100% Tochter der Landeshauptstadt München
es ja letztes Jahr geschafft haben, das Glasfasernetz innerhalb des Mittleren Rings komplett auszubauen. Nein, aber es reicht nicht. Wir haben in den Stadtwerken beschlossen, die Stadtwerke haben beschlossen, das Glasfasernetz auch jetzt in ausgewählten Bereichen, die an das mittlere Ringgebiet angrenzen, auszubauen, aber auch ganz gezielt weiter draußen Schwerpunkte zu setzen, in Pasing zum Beispiel oder auch in der Messestadt Riem. Das lassen sich die Stadtwerke weit über 200 Millionen Euro kosten. Und das ist natürlich wichtig, weil wir dadurch überhaupt die Möglichkeiten für alles, was heute hier an wichtigen Ideen angeklungen ist, erst schaffen. Dann geht es natürlich um das Thema Mobilität und da machen wir ganz banale Dinge wie U-Bahnen weiterbauen oder auch neue Autotunnels anvisieren. Heute lesen Sie alle über den Autotunnel im Englischen Garten als großes Projekt, was heute im Planungsausschuss behandelt wurde und weiter vorangebracht wird. Wir überlegen uns nicht nur den Weiterbau der U5 von Leim nach Pasing, sondern eben, dass wir generell in München den U-Bahn-Bau wieder massiv voranbringen mit weiteren Strecken. Also die U9 ist da ein Thema als Nord-Süd-Verbindung. Wenn es nach uns geht, bauen wir die U5 gleich noch weiter nach Freiham. Dann ist die Frage Münchner Osten mit der ganzen Siedlungsentwicklungsmaßnahme Nordost ein Thema, also Weiterbau der U4 bis nach Riem. Für uns, meiner Partei, weil ich ja hier auch im Wirtschaftsbeirat bin, ist sehr wichtig, dass wir die Verbindung der U2 und der U6 im Münchner Norden trotz jetzt erstmal beschlossenen Tramprojekts nicht aus den Augen verlieren und die Verhältnisse im Münchner Norden und dort angesiedelte Firmen geben uns ja auch immer wieder recht und betonen, wie wichtig das ist, nicht zuletzt eine Bürgerinitiative, die da vor kurzem entstanden ist. Aber wir machen natürlich auch Radschnellwege, versuchen das Radnetz voranzubringen, manchem Unkenruf zum Trotz. Und wir haben in München überhaupt das größte kommunale Programm, soweit ich informiert bin, zur Förderung der Elektromobilität. 2016 und 2017 sind dafür 30 Millionen bereitgestellt worden und das federführende Referat für Gesundheit und Umwelt bastelt gerade am nächsten Beschluss, um den nächsten Schub zu machen, wo wir dem Ganzen nochmal einen deutlichen Schub geben wollen. Es ist auch angedacht, deutlich stärker noch mit privaten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Also mal kurz die Kennziffern jetzt dieses ersten Programms. Da sollen 200 Ladesäulen aus der öffentlichen Hand in München stehen. Über 400 Ladesäulen vom Privaten sollen bezuschusst werden, die bis Ende 2070 stehen sollen. Wir haben dann auch zunächst noch eine Förderung der Anschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Nachdem der Bund das aber recht schnell übernommen hat, haben wir diesen Posten wegen dem Verbot der Doppelförderung wieder eingezogen und haben uns überlegt, ganz gezielt mit Taxis zum Beispiel, aber auch in der Stadtverwaltung mit guten Beispielen voranzugehen und dort den Austausch der Flotten in E-Mobile zu fördern. Das ist also sehr wichtig. Wir denken natürlich an völlig neue Konzepte diesbezüglich. Wenn wir zum Beispiel unsere Smart City in Freiham, die wir dort bauen werden, anschauen, werden wir dort 8 Mobilitätsinseln schaffen. Damit wollen wir genau diese Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel bewerkstelligen. Also eine Mobilitätsinsel ist ein Punkt, wo Sie mit dem öffentlichen Personenverkehr ankommen und dann so für die letzten 2 Kilometer, 1 Kilometer, 500 Meter verschiedene Verkehrsmöglichkeiten haben. Entweder steigen Sie auf ein Leihradl, MVG Rad gibt es schon, läuft auch besser als derzeit gerade in der Presse beschrieben, wie ich mich heute nochmal versichert habe. Dann gibt es die Möglichkeit, dort aber auch Leih-Pedelecs sich zu nehmen oder eben auch ein Shared E-Car zu nehmen, um vielleicht die letzten 2 Kilometer zu machen. So ist es also moderne Verkehrspolitik. Das Ganze macht man aber auch in bebauten Stadtteilen. Deswegen haben wir auch hier in der Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt, 2 bis 3 Mobilitätsinseln im Blick, die wir da schaffen wollen und wollen das mal ausprobieren, ob es nicht gelingt, in einem bebauten Stadtbezirk, Bestandsstadtbezirk durch die Umwandlung von Flächen, durch andere Angebote, die Zahl an privaten Kfz zu verringern. Einfach, wenn ein gutes Angebot da ist, leihweise eben auch mit einem E-Mobil zu fahren. Das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Und da spielen natürlich digitale Lösungen, um die Brücke zur Digitalisierung zu schlagen, eine zentrale
Rolle. Natürlich geht es weiter, Steuerung des Parksuchverkehrs. Also auch da ist unsere Münchner Verkehrsgesellschaft beauftragt, jetzt eine Lösung zu entwickeln. Da sind wir etwas hinterher, das gebe ich zu. Das hat länger gedauert in der Stadtverwaltung, jetzt mal zu diesem Schritt zu kommen. Aber da wollen wir auch kräftig aufholen. Ja, und warum die Münchner Verkehrsgesellschaft? Ganz klar, weil wir einfach auch diesen Gedanken der Verknüpfung individuelle Mobilität mit dem Auto und öffentlichen Personennahverkehr zusammenbringen wollen. Ich glaube, die Mobilität der Zukunft wird eine kombinierte sein. In jedem Fall. Und das klang ja heute bei all dem, was ich jetzt vorher gehört habe, auch schon an. Also insofern haben gerade Städte eine herausgehobene Rolle. Sowas kann man natürlich nur im Ballungsraum entwickeln. Da ist allerdings auch der Druck groß, die Notwendigkeit da, aber umso besser geht es dann auch. Und insofern denken wir noch viel weiter. Wir denken natürlich an das Thema autonomes Fahren. Es erfordert dann wieder die digitale Infrastruktur. 5G ist ja schon angesprochen vorher. Das ist also ganz wichtig, dass wir da mit dabei sind. Wir bemühen uns derzeit, teilweise laut drüber redend und teilweise gar nicht laut drüber redend, Mobilfunknetze voranzubringen und die Voraussetzungen eben auch in dieser digitalen Infrastruktur zu schaffen. Das Ganze ist alles nicht fruchtlos, sondern wir fahren dabei auch Erfolge ein. So verstehen wir das jedenfalls, dass wir zum Digital Mobility Hub der Bundesregierung ernannt wurden. Unter der Führung der Unternehmertum, eine Gesellschaft, die wiederum sehr stark mit der Technischen Universität auch verbandelt ist, sollen also jetzt Netzbetreiber, Fahrzeughersteller und auch, darauf haben wir auch Wert gelegt, öffentliche Verkehrsunternehmen, also sprich die Münchner Verkehrsgesellschaft, mit Start-ups gemeinsam bei der Entwicklung und Implementierung von digitaler Mobilität zusammenarbeiten. Da sind wir sehr stolz drauf, weil das zeigt, dass wir hier viele Kompetenzen haben und das werden wir jetzt aber auch als Chance, um da wirklich voranzukommen. Ja, ich glaube, dabei kann ich das jetzt mal bewenden lassen. Alles Weitere wird die Diskussion ergeben, aber nochmal, Infrastruktur und auch digitale Infrastruktur ist zweifellos die Schlüsselvoraussetzung für eine wachsende Stadt und die Schlüsselvoraussetzung, dass es auch zukünftig in München ein gutes und vielleicht auch ein besseres Leben als an anderen Städten gibt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die bisher sehr disziplinierte Veranstaltungsführung und Begleitung. Ich würde einfach mal jetzt alle aufs Podium bitten, die deren Namensschilder da stehen, um die Podiumsdiskussion durchzuführen. Ich werde die von hier aus moderieren und ich werde versuchen, ein echter Moderator zu sein und nicht meine eigene Meinung dauernd zu sagen. Ich habe das so vorgestellt, ich habe jetzt mal so ein paar Punkte mitgeschrieben, wo ich da dem einen oder anderen eine Frage stellen werde und ich würde mich zugegebenermaßen freuen, wenn dann aus diesen Fragen vielleicht auf dem Podium sogar eine Diskussion entsteht. Also wenn der eine dann dem anderen widerspricht oder vielleicht nachhakt, das würde mich sehr freuen, damit auch alle wissen, wer ich bin. Vielen Dank, Professor Wohlfahrt. Im nächsten Schritt würde ich Sie auch einladen, dann auch Fragen zu stellen, wohl wissend, dass am Ende ein Buffet wartet. Und umso mehr Fragen Sie haben, umso länger dauert es mit dem Buffet. Aber das habe ich jetzt nur am Rande erwähnt. Ja, es ist wirklich ein dichtes Programm heute und intellektuell anspruchsvoll. Jetzt steige ich gleich ein. Josef Schmidt, als Vertreter der Stadt München, kriegst du natürlich die erste Frage. Herr Schuster sagte, wir dürfen uns auf den Lorbeeren nicht ausruhen. Wir haben ein super Ökosystem. Jetzt hast du vorhin schon so ein paar Punkte erwähnt, was die Stadt macht, Pedelecs und so weiter. Wenn ich mir jetzt aber so anhöre, was wir dann so gehört haben in den anderen Impulsreferaten, wie schaut es denn eigentlich so aus mit diesen bahnbrechenden Dingen, sage ich jetzt mal, wie die Sensoren in der Stadt, ja, Daten generieren, Daten zur Verfügung stellen, die Schnittstellen. Ich habe vorhin lachen müssen, als die ganzen Schnittstellen hier da und umgesteckt wurden. Also die Schnittstellen, wie kann das funktionieren in Zukunft? Also digitale Mobilitätshub, aber wie sieht es denn aus mit dieser Basisinfrastruktur, die wir hier brauchen, um das Digitale zu machen? Also speziell das Thema Sensoren und wo kann man überall solche Teile anbringen? Es ist ja angeklungen, die Brücke, aber es gibt ja auch noch die berühmten Lichtmasten. Dann gibt es natürlich bei uns die Bus- und Straßenbahnstationen. Da sind diese Wartehäusel dran, die haben Strom, weil die Anzeigen heute haben, wann die nächste Straßenbahn kommt. Und die haben auch diese Wechselwerbeträger. Also auch das bietet sich an und das wollen wir alles in unserer Smart City in Freiham ausprobieren.
Was natürlich überhaupt noch nicht klar ist und was noch wahrscheinlich zu einer größeren gesellschaftlichen Diskussion führen wird, ist die Frage, wer kriegt die Daten? Denn das ist ein wirkliches gesellschaftliches Thema. Ich habe vor kurzem vor, wie waren es denn, 200, 300 Startup-Unternehmen gesprochen und habe fast also schweres Kopfschütteln, tiefste Verwunderung geerntet, als ich gesagt habe, dass nach unserem Informationsstand die Bevölkerung diese Daten am liebsten bei der Stadt hätte, also bei irgendwas Staatlichem, weil irgendwie mehr Vertrauen in die Stadt jedenfalls, also vielleicht jetzt nicht in die wirklichen staatlichen Ebenen, aber vor allem in die Stadt besteht, als wenn, wie wenn diese Daten private haben. Das haben natürlich die 300 Startup-Unternehmen überhaupt nicht verstanden. Aber es ist trotzdem das Ergebnis der Umfragen. Also für den Otto-Normal-Münchner sind wir doch irgendwie vertrauenswürdiger. Aber das wird noch eine Diskussion geben, weil natürlich heute Unternehmen Daten sammeln. Nicht, Daten werden überall gesammelt. Das Thema Datenschutz dabei ist ein ganz wichtiges, weil Datenschutz kann hier wahnsinnig bremsend wirken. Er kann, wenn er überzogen wird, wichtige Entwicklungen und damit auch eine Wohlstandsförderung der Menschen aufhalten. Aber das Thema Sicherheit von Daten ist natürlich in der heutigen sensibilisierten Gesellschaft dafür ein wichtiges. Und das ist, glaube ich, eine Schlüsselfrage bei dieser ganzen Digitalisierung, dass es uns gelingen muss, den Bürgerinnen und Bürgern glaubhaft rüberzubringen, dass da, wo die Daten gesammelt werden, sie auch sicher sind und sie wirklich nur dafür verwandt werden, dass hintenrum was für den Bürger Gutes rauskommt, im Sinne von besseres Management seines Alltags, bessere Mobilität und so weiter. Ja, das ist die Idee. Herzlichen Dank, Herr Schmidt. Ich finde das ein super spannendes Thema. Ich bin dann nicht der Detailexperte, aber eins ist ganz klar. Wenn wir Innovationen fördern wollen, müssen wir den Zugang zu diesen Daten und zu diesen Plattformen verbessern. Also wir haben inzwischen eine ganze Menge Tools. Wir gehen teilweise unter in Daten, aber genau die Bündelung dieser Daten auf einer Plattform ist wichtig. Ich finde das richtig, dass die öffentliche Hand da in Vorleistung geht sozusagen, auch um den Interessen einzelner unternehmerisch kreativer Partner ein Stück weit vorzubeugen. Aber ganz wichtig ist dann, dass man auch kulturell so ein Stück weit, dass wir uns da weiterentwickeln und diese Daten dann tatsächlich auch offen zugänglich machen. Das heißt Open Data im internationalen Kontext. In anderen Kulturen, USA und so weiter, ist das ganz andere Praxis. Und die Forscher, die zu uns kommen an die TU München, sind geschockt, weil diese ganzen Modelle, die weltweit entwickelt werden, bei uns nicht funktionieren, weil wir die Daten nicht dafür bekommen. Also ich glaube, da gibt es einen echten Handlungsbedarf in Bezug auf den gebündelten, aber dann transparenten und offenen Umgang mit diesen Daten, damit genau diese Startups alle damit arbeiten können und nicht einer auf dem Ding sitzt. Vincent, können die Unternehmer mit den gebündelten Daten von der Stadt München leben? Jetzt glaube ich, geht's. Da schließe ich mich an. Also ich glaube, wenn wir über Daten diskutieren, Sie haben ja auch schon gesagt, diese Daten, ich glaube, es kommt sehr speziell an, was sind diese Daten? Wenn ich natürlich jetzt über personenbezogene Gesundheitsdaten spreche, wird wahrscheinlich jeder sagen, finde ich bei der Stadt sicherer wie bei Google, vielleicht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtig, dass wir bei den Daten klarziehen, über welche Daten wir überhaupt sprechen. Sie hatten gemeint, dass es in der privaten Hand liegt. Das lässt sich einfach machen, indem wir es einfach open sourcen. Es sollte jedem zugänglich sein. Damit gibt es die Diskussion nicht mehr, sondern jeder kann darauf zugreifen, auch private, aber genauso andere. Damit habe ich die Diskussion nicht, dass ich es einem gebe, aber dem anderen nicht gebe. Das ist auch dann schwierig in der Governance, glaube ich, zu erklären, warum der es jetzt kriegt und der andere nicht kriegt, weil er bessere Kontakte hat. Das, ich glaube, so funktioniert es eher, ist es eher schwierig und schafft eher Misstrauen wie Vertrauen. Also Zugang zu öffentlichen Daten ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich habe mal exemplarisch ausprobiert, öffentliche Daten zu erhalten. Zum Parkplatzthema habe ich mal gefragt, ja, ich würde gerne mal wissen, wie viele Knöllchen so geschrieben wurden, ob ich da nicht mal Auskunft haben kann. Ich habe auch was zurückbekommen. Erstmal musste ich lernen, dass die Knöllchenschreiberei in unterschiedlichen Aufgabenbereichen liegt. Also manches macht die Stadt und manches macht, glaube ich, dann, ich weiß nicht, Polizei oder so, genau, KVR und Polizei. Das heißt, ich habe nur einen Teil bekommen. Das war dann ein PDF-Chart. Hat mich noch nicht so ganz glücklich gemacht, aber immerhin, das ist schon mal der erste Weg. Und da möchte ich nur noch mal einwerfen, was der Professor Füst vor einigen Monaten, mittlerweile Wochen oder zwei Monaten gesagt hat. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Er hatte gemeint, wenn wir die Daten offenlegen, ist es die beste Wirtschaftsförderung. Es geht genau dann, was Sie gesagt haben, die Wissenschaftler gehen dann, wo die Daten sind. Da muss ich nicht Wohnraum für die schaffen, sonst was, sondern sagt, hier sind die Daten, kommt vorbei und sie kommen. Ansonsten gehen sie halt woanders hin. Also das vielleicht nochmal so als Gedanken auch von einem renommierten Wissenschaftler. Also da fasse ich den Punkt zusammen. Die Stadt muss mehr Daten sammeln, Sensoren einbauen, Santander, und dann
verfügbar machen, von mir aus auch unter staatlicher Kontrolle. Aber um das Datenthema kurz zu verlassen, es wurde ja vorher auch über Dienstleistungen gesprochen und die Möglichkeit, jetzt Mobilität mit Dienstleistungen zu verknüpfen. Michael Kerkloh, der Flughafen ist ja ein Musterbeispiel dafür, dass man andere Dienstleistungen hier auch noch mit unterbringt. Euer Umsatz kommt ja zum großen Teil nicht nur aus den Landegebühren. Wie seht ihr das Thema Digitalisierung denn hier in dem Bereich Infrastruktur, also in dem Bereich, dass ihr zum Beispiel jetzt auch in euren Bussen den Leuten Shoppingmöglichkeiten anbietet, nicht nur vorne im Terminal und dann den Leuten, wenn sie ihr Gepäck abholen, vielleicht gleich die Pakete gibt mit den Artikeln und so weiter. Denkt ihr über solche digitalen Lösungen nach? Ja klar, natürlich denken wir darüber nach, aber das Problem ist ja viel vielschichtiger. Wir haben ja eine enorme Digitalisierung schon im Flughafenbetrieb, also das sieht man gar nicht. Also wenn Sie heute im Flugzeug sitzen und dann das Flugzeug ablegt, dann ist dieser Vorgang verknüpft mit Ankunftsdaten und Staudaten beispielsweise in Frankfurt. Der legt nicht eher ab, als bis der Slot da ist und der Slot in Frankfurt auch da ist, sodass möglichst, worüber ich vorhin sprach, der Kerosinverbrauch minimiert ist. Also es gibt schon enorm viel Digitalisierung im technischen Bereich. Was wir aber feststellen, ist, dass wir hier unheimlich viele Datenfriedhöfe haben. Also wir haben nichts verknüpft. Also die Technik, also zum Beispiel die Flotte, unsere Bodenflotte, hier, also was wir alles so haben, Busse, Spezialgeräte, deren Verhalten, dann nehme ich mal deren energetisches Verhalten. Das ist eine eigene autonome Datenwelt. eigene autonome Datenwelt. Die Gebäudewelt, die wir haben, ist eine eigene autonome Datenwelt. Das, was wir über Kunden wissen hier im B2C-Geschäft, also wer was einkauft, ja, wissen wir ja schon eine ganze Menge, ist aber weder verknüpft mit denjenigen, mit den Daten, die wir haben, von denjenigen, die parken. Da haben wir auch eine Datenwelt. Ja, oder die hier essen und trinken. Also wir haben ganz viele autonome Datenwelt. Und unser Thema ist im Moment gerade nicht, dass wir gegebenenfalls zu wenig Daten haben, sondern diese Daten, also dieses Rohmaterial, was wir haben, überhaupt miteinander zu verknüpfen, um dann zum Beispiel intelligente Service-Systeme zu entwickeln. Also wenn wir beispielsweise Cluster haben von Passagieren, ich rede jetzt mal ein bisschen theoretisch, also der Passagier muss uns ja erstmal seine Daten, oder der Gast muss uns seine Daten geben. Dann könnten wir ihm beispielsweise nach seinem Passagierprofil einen entsprechenden Parkplatz, der frei ist und über eine entsprechende Navigation ohne Staus anbieten. Das könnten wir. Wir haben jetzt schon wir wissen, wie lange er braucht. Dadurch könnten wir ein Staumanagement an den Passkontrollen machen, also die Personalverfügbarkeit, die wir da eigentlich haben müssten, aufgrund der Datenlagen der Passagiere, die da hinkommen, und zwar genau den Zeitpunkt, den die da haben, könnten wir das wunderbar messen. Und wir könnten dadurch eine entsprechende Optimierung des Durchflusses hinbekommen. Das ist eigentlich alles denkbar. Wir haben jetzt schon, das nennen wir SensorMUG, also die Heatmap, wie man da vorhin gesehen hat, die haben wir schon hinsichtlich. Wir wissen also genau hier zum Beispiel, was hier auf dem Forum passiert. Wir wissen, was an den Passkontrollen passiert, wie da die Stausituationen sind. Diese Daten haben wir alle zur Verbesserung der Steuerung. Aber das ging doch viel, viel effizienter. Am Ende hängt ja immer sozusagen das Zeitbudget jedes Einzelnen dran, wenn wir diese Daten verknüpfen würden. Und da stehen wir, also wir haben das Problem erkannt, ja, Problem erkannt, Gefahr gebannt, noch nicht so richtig. Wir wissen eigentlich, was wir tun müssen, aber das ist hochkomplex, weil dann tatsächlich, irgendwann, wenn es um personenbezogene Daten geht, Datenschutzvorschriften greifen und Zugriffsberechtigungen oder Zugriffsberechtigungssysteme entwickelt werden müssen, nämlich genau das Thema, wer darf da eigentlich was? Und da ist, bin mir nicht sicher, ob Open Source da wirklich an so einer Anlage wie hier das Richtige ist. Ja? Aber vielleicht eine deutliche Ausweitung schon.
Aber die Frage ist eben, wie kriegt man diese Legitimation? Und das ist nicht trivial. Herr Berger, wie sieht der Zukunftsforscher das? Ich meine, Crime Prediction wurde vorher angesprochen. Da kriegt man natürlich, das klingt toll, aber das gibt es ja genug Filme drüber, auch nach hinten losgehen. Ja? Wie gehen Sie mit der Legitimation um? Wie gehen Sie mit den Sorgen der Menschen um, dass mit den Daten richtig umgehen, die Zukunft des Bürgers in der Beziehung? Wir haben da tatsächlich vor 3 Jahren uns mal Gedanken dazu gemacht, welche Datenmodelle dorthin führen könnten. Wichtig ist es, wenn man die Sorgen der Bürger abholen möchte, es ihnen die Möglichkeit zu geben, jederzeit zu schauen, was weiß die Stadt eigentlich über mich oder was weiß der Herr Kerkhoff über mich. Wenn die das einsehen können und dann vielleicht sogar noch die Möglichkeit haben, also wenn ich jetzt diesen Datensatz nicht zur Verfügung stelle, dann fühle ich mich wohl mit dem, was die Stadt jetzt über mich weiß. Dann bekommt man aber dennoch mehr Daten, die man dann auch frei verwendbar machen kann, also bis hin zu personenbezogenen Daten. Aber das ist eben die Entscheidung des einzelnen Individuums und an diesen Sachen kränkelt. Also wir haben dazu vor 3 Jahren diverse Konzepte entwickelt, wir haben das damals unter die Überschrift MyGate gepackt und die Anwendungsbereitschaft ist dort an der Stelle tatsächlich hoch, weil man eben aufzeigen kann, wenn ich diese Daten freigebe, erhalte ich das, bin ich bereit, diesen Deal einzugehen. Und es gibt genügend Menschen, die tatsächlich darüber nachdenken, bin ich bereit oder bin ich eben nicht bereit, weiß aber auch, an der Stelle schränke ich mich ein und ist auch völlig in Ordnung. Also wir müssen da viel von dem Moralismus aus diesen Diskussionen rausnehmen. Beispiel nennen hier, wie das dann so läuft. Wir haben hier CCTV, also der Flughafen ist eigentlich kameramäßig vernetzt. Wir mussten eine Betriebsvereinbarung abschließen mit unserem Betriebsrat, dass damit keine Arbeitskontrolle verbunden ist. Ja? Also Mitarbeiter, die auftauchen, oder Datenmaterial, was über Mitarbeiter entsteht, darf nicht verwendet werden in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. Ja, und es war eine wirklich harte Diskussion, dass wir diese Kameras überhaupt haben aufstellen dürfen zur Crime Prevention. Ja, und wir haben das Gleiche also am Ende zum Beispiel, wo mir natürlich auch nicht das Gepäck gestohlen wird, auch nicht gibt ja immer mal wieder kriminelle Energie auch, ja. Das ist hochschwierig, das mit den Arbeitsgesetzen in Übereinstimmung zu bringen. Also wir haben da natürlich auch einen enormen, vielleicht auch Modernisierungsbedarf. Ich glaube, am Ende auch, das ist auch ein Generationenthema. Ja? Ich meine, wir sind hier, ich bin oldschool, ich bin analog, native. Ja? Ich habe ja ganz, ganz schwierige Lernprozesse noch vor mir und schon hinter mir. Heute hatten wir eine ähnliche Diskussion im Führungskreis, wenn man sich überlegt, 1983, einige von Ihnen können sich erinnern, war das Volkszählungsthema, ja, wo wir 2 Jahre lang drumherum gerungen haben, sozusagen, welche Daten man überhaupt erfassen darf, ja, einfach für einen ganz normalen Zensus, ja, da sind wir wirklich Lichtjahre von entfernt, in der Art und Weise, wie das Thema Rohstoffdaten gesehen wird. Weil natürlich ist schon richtig, ja, also die Smartness, wenn ich den Begriff mal verwenden darf, an einer zukünftigen Stadt des Zusammenlebens, da sind ja wirklich auch Effizienz, Energieeffizienz, wenn wir wirklich jetzt auf den CO2-Footprint mal gehen, Energieeffizienzpotenziale drin, die sind irre, bis hin dazu bei uns, die Frage ist natürlich, brauchen wir noch Parkhäuser oder wie viele Parkhäuser brauchen wir noch, ja, die stellen wir uns natürlich auch. Das geht aber nur dann, auch vernünftige Schlussfolgerungen zu ziehen, wenn man diese Daten auch benutzen darf. Und ich denke mal, da wird sicherlich ein Umdenken auch stattfinden in der Art und Weise, wie wir über Daten reden. Ja? Und wir werden einen Teil unserer Unschuld verlieren vermutlich, aber weil am Ende viele Leute vermutlich noch viel zu naiv sind zu glauben, was man alles verbergen könnte. Ja. Da glaube ich selber persönlich auch nicht mehr dran. Aber ich habe natürlich auch, aber das ist meinem Alter geschuldet, ja, eigentlich keinen Bock, meine auch nicht mehr richtig und groß vorhandene Privatheit aufzugeben. Das ist so ein Punkt, aber das ist vielleicht auch eine Denke, die ist vielleicht auch überholt. Ja. Mag ich gerne, dass man sozusagen wirklich einen Raum hat, analoge Räume, wir haben heute über analoge Räume diskutiert, dass Städte zukünftig analoge Räume brauchen. Ja, also eine Stadtplanung
oder auch eine Planung einer großen Anlage wie hier, muss zukünftig analoge Räume vorsehen. Ja? Ich wollte es gerade zu Ihnen rüberspielen, Herr Professor Wulfhorst. Was verstehen wir unter analogen Räumen? Okay, also herzlichen Dank für die Anregung, Herr Kerklo. Finde ich super. Mir ist eins dabei wichtig. Es gibt ja diesen Begriff auch der digitalen Gesellschaft. Das finde ich einen unglaublichen Begriff, weil ich finde, dass unsere Gesellschaft eben sich nicht auf Nullen und Einsen beschränken sollte, sondern dass genau die Kreativität auch der menschlichen Prozesse damit hineingehört. Und das haben wir vorhin auch in den Darstellungen gesehen hier, wo diese ganzen Canvas-Modelle und sowas gezimmert wurden. Im Endeffekt hängt der Erfolg von diesen ganzen Dingen von den Zielsetzungen ab, die drüber stehen. Und die werden glücklicherweise noch von Menschen gemacht. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, ja, das finde ich aber tatsächlich eine sehr spannende, auch ethisch spannende Frage, wer denn diese ganzen Systeme tatsächlich steuern kann und auch von den Zielsetzungen her weiterhin steuert. Ja? Und analoge Räume, also ich kann Sie ganz beruhigen, Herr Kerklo, ich glaube, dass die wertvollste Ressource, die eine Stadt hat, ist der öffentliche Raum. Und man kann natürlich jetzt drüber nachdenken, wie man den möglichst effizient bepreist, um auch da noch das Letzte rauszuholen. Aber ich glaube, dass es ein echtes Kulturgut ist, das wir uns bewahren müssen, dass wir uns auch in dieser Zeit insbesondere bewahren müssen als Aufenthalts- und Begegnungsraum in einer Stadt. Denn nur dann kann wirklich Kommunikation und lebenswerte Situationen entstehen. Also als Immobilienentwickler sage ich jetzt mal nichts zur Bepreisung des öffentlichen Raums und spiele die Frage zum Wirtschaftsbürgermeister. Wie ist denn der Wert, wie schätzt ihr den Wert des öffentlichen Raums? Und ja, vielleicht da noch gleich mit reingepackt die Frage nach, wie siehst du als Politiker dieses Thema mit dem Datenschutz, was der Michael Kerklo aufgeworfen hat? Also der Wert des öffentlichen Raums, den kann man täglich in den Zeitungen lesen und den kann man im Grunde an jeder Diskussion erleben, wo man hingeht. Der ist immens, das ist völlig richtig, was Professor Wulfhorst gesagt hat, weil sonst wäre er ja nicht so umkämpft und auch nicht umstritten. Ne? Und das ist ja nicht nur der öffentliche Verkehrsraum. Also es geht nicht nur um die Frage, kann man im Auto in die Altstadt fahren oder müssen wir Autoflächen austauschen gegen Fahrradflächen oder dürfen wir Fußgängerflächen gegen Fahrradflächen austauschen. Machen wir jetzt gerade vor dem Rathaus, weil da gibt es eine Fußgängerzone, aber das denken sich die Radfahrer auf, dass man hier mal einen Austausch Fußgänger-Fahrrad gemacht hat. Also es geht ja auch weiter, es geht ja um die Frage der Aufenthaltsqualität. Wenn ich mit den Münchner Innenstadthändlern spreche, ja, wie erst vor kurzem geschehen mit einer Vereinigung, die sich Fünf Erste Häuser nennt, dann spielt der öffentliche Raum natürlich auch für die eine entscheidende Rolle, weil die Frage ist, was passiert in der Fußgängerzone, damit die noch analog in ihren Geschäften was verkaufen können. Also das ist überhaupt keine Frage. Deswegen gibt es eben strenge politische Debatten, schwierige politische Debatten um die Nutzung des öffentlichen Raums. Ich könnte jetzt ja fortfahren, nicht? Also irgendwo gibt es ja eine starke Bewegung, die sagt, man muss den Englischen Garten verbinden. Deswegen ist diese Tunnelentscheidung richtig. Und das ist ja auch wieder ein Stück öffentlicher Raum. Weil wir brüsten uns ja immer damit, dass der Englische Garten der größte zusammenhängende Stadtpark der Welt ist. Und das wäre er auch, beziehungsweise ist er nur dann, wenn man sagt, diese schmale Fußgängerbrücken, die wir da heute haben, ist der Zusammenhang des Englischen Gartens. Und das ist eigentlich eher lächerlich, weil der ist natürlich durchschnitten durch den Mittleren Ring. Also schaffen wir da wieder die Verbindung eines großen, wichtigen und in dieser immer dichter werdenden Großstadt zukünftig umso wichtigeren öffentlichen Raums mit dem größten Stadtpark. Und dann können wir jetzt weitermachen, wenn wir bis in die Stadtquartiersentwicklung reingehen. Bei Ihnen, glaube ich, war es vorher auf dem Chart, polyzentrische Stadt, ja, ganz wichtiges Ziel natürlich. Auch wichtig eben, um Verkehrsströme einzudämmen, wenn jemand in seinem Stadtbezirk schon alles findet und da stärker verankert ist, dann muss er weniger zirkulieren in der Stadt, hilft wieder unser Verkehrsthema etwas zu lösen. Aber da spielt dann auch die Frage eine Rolle, wie sieht dann so ein Stadtteilzentrum als öffentlicher Raum, als Begegnungsstätte, als sozialer Interaktionsraum aus? Also der Wert ist unermesslich und man kann ihn an der Debatte erkennen. Und was war die zweite Frage? Das war eben die Frage nach den persönlichen Daten, wie sich das verändert und wie sich das Bewusstsein der Menschen auch politisch dazu verändert. Ja, eben, also das habe ich vorher schon mal versucht anzudeuten, nicht? Dr. Kerkel hat ja zurückgegriffen auf die 80er Jahre, da war Big Brother's Watching You. Da haben wir die ganze Debatte mit der Volkszählung gehabt. Und dieses Big Brother's Watching You, das war offensichtlich auch das bewegende Moment dieser 300 Unternehmer und Gründer, Start-upler, ja, die da alle gesagt haben, oh, was, die Stadt? Nein, um Gottes Willen, bloß keine Verwaltung, städtische Institutionen, viel besser bei Privaten. Und ich finde das, also wenn man das mal anschaut, das ist eine Riesenveränderung da.
Und ich sag mal, im negativen Ende diskutieren wir das ja heute, wenn es immer darum geht, dass die ganzen Kids auf Facebook alle möglichen Daten reinstellen und überhaupt nicht mehr sensibel dafür sind, was man selber an Daten hergibt und was dann passiert. Das ist das negative Ende. Aber was ich schon eben feststelle, das ist, dass heute ein durchaus anderes Verhalten an Daten besteht. Und ich finde ja, dass Sie, Herr Lissen, das schon mal im Grunde aufgelöst haben, nicht? Klar, also es muss jemand Daten sammeln, der sie nicht nur für seinen eigenen geschäftlichen Zweck genutzt und andere ausschließt. Also Daten sind wie volkswirtschaftlich, wie so ein öffentliches Gut wahrscheinlich, ja. Also zumindest müssen sie, soll es nicht ausschließbar sein und dann sollen die natürlich allen zur Verfügung gestellt werden, kostenlos. Ja, und aber da ist trotzdem das Thema richtiger Umgang mit Daten noch nicht vollständig gelöst, weil natürlich wirklich die Frage im Raum steht, wer kriegt welche Daten in welcher Detailierung und was macht er damit? Ich meine, ich bin ja der Letzte, der jetzt da einer neuen staatlichen Kontrolle und einer neuen staatlichen Verwaltung das Wort redet, ja. Aber vielleicht ist es so ein Stück weit nötig, um da voranzukommen, um die richtige Balance zu finden zwischen Datenschutz einerseits, Persönlichkeitsschutz einerseits gewährleisten, aber andererseits eben diese riesigen Chancen für wirtschaftliche Entwicklungen zu ermöglichen, die eben erfordern, dass Unternehmer Daten eben haben, um daraus gute Lösungen für das tägliche Zusammenleben in der Großstadt zu entwickeln. Weil das muss das Ziel sein. Michael Kerklo, du hattest gerade noch eine Anmerkung. Ich würde gerne wieder langsam versuchen, zum Thema Infrastruktur zurückzukommen, aber ja, wunderbar, dann du bist der richtige Mann dafür. Nein, es geht ja schon auch bei dieser ganzen Debatte darum, also wir haben ja heute, wir diskutieren ja in 2017 Infrastruktur mit dem Schwerpunkt digitale Infrastruktur. Wenn ich mal die Finanzzuweisungen oder aus dem Haushalt mir anschaue, wofür wird eigentlich Geld ausgegeben? Und in der Debatte, Stadtbahn ist dafür ein Beispiel, aber Stammstrecke auch, Straßenausbau, wird völlig vergessen, und dass wir aber auch analogen Infrastrukturausbau brauchen. Und das sind nicht nur so schöne Projekte wie die Pflasterung jedes Rathausplatzes, sondern wir brauchen, es geht nicht um die dritte Start- und Landebahn, sondern wir brauchen ein Bewusstsein bei seiner Generation, dass analoge Infrastruktur genauso wichtig ist wie digitale Infrastruktur. Aber es gibt keine Lobby mehr für analoge Infrastruktur. Versuchen Sie mal eine Straße auszubauen oder auch, der Wirtschaftsbeirat auch eine, ist schon auch eine, noch da, ja. Auch eine Bahnstrecke auszubauen. Das ist heute nicht mehr denkbar. Und wenn die ehrgeizigen Pläne der Landeshauptstadt in Bezug auf den U-Bahn-Bau oder wenn wir denken, wie muss eigentlich eine Metropolregion München aussehen und wie weit reicht die eigentlich? Die reicht nämlich bis nach Augsburg, bis nach Landshut, bis nach Ingolstadt, bis nach Rosenheim. Das ist die Metropolregion München. Wenn wir darüber nachdenken, welche Standorte stehen eigentlich im Wettbewerb miteinander, ja, da reden wir nicht über München oder Schwabing oder irgend sowas, sondern wir reden über die Metropolregion München versus Barcelona versus, keine Ahnung, Edinburgh oder so, ja. Und dieser analoge Ausbau und auch der Einsatz für solche Projekte, der ist enorm wichtig. Da lässt sich ja am allerleichtesten eine Bürgerinitiative gegen gründen. Gegen digitalen Ausbau war schwierig. Ja? Nur, dass das Kabel da liegt. Das Glas, an dem Glasfaserkabel kann ich mich nur abarbeiten, aber sonst digital irgendwie so, ist alles so virtuell und kann man nicht sehen. Und da kommt eine echte Schieflage, weil es gibt nichts Digitales, es gibt keine digitale Zukunft ohne eine analoge Zukunft, da bin ich fest von überzeugt. Deswegen muss in der öffentlichen Debatte, müssen wir immer beides betrachten und auch eine Stadtentwicklungspolitik, smart natürlich, muss alles smart sein, ja. Muss aber berücksichtigen, dass dafür wirklich auch ein paar richtige Basics für notwendig sind. Und die sind leider analog, die kann man anfassen, die sind vielleicht nicht besonders nett, die sind aber wichtig. Ja, wenn ich einen Tunnel baue, wenn ich mir allein die Diskussion angucke in Heidhausen, ja, für die S-Bahn-Stammstrecke, was da für Debatten geführt werden, denke ich, die muss man tatsächlich einfangen und ein größeres Bild machen. Wenn ich wirklich eine Weltstadt München will mit 2030 mit 1,8 Millionen. Oder, wenn das so attraktiv bleibt, und jeder möchte ja eigentlich, dass es attraktiv bleibt, weil es ist ja Zukunft, es ist eine Zukunftsstadt, dann darf ich die analoge Infrastruktur nicht vergessen. Also
Das möchte ich ausdrücklich mal unterstreichen und überhaupt, also auch noch jenseits der Infrastruktur, liegt nach meiner festen Überzeugung die Zukunft selbstverständlich nicht nur im Digitalen, sondern aus der Verbindung des Alten mit dem Neuen. Also wenn ich jetzt vorher gesagt habe, wir geben, oder die Stadtwerke München geben weit über 200 Millionen aus, um das Glasfasernetz jetzt auszubauen an 17 Stadtbezirksteilen, die am Mittleren Ring angrenzen und eben noch diese zwei Enklaven. Ich habe ja noch gar nicht erwähnt, dass die Telekom ja mit der Vectoring-Technik auch was macht und auch versucht, dieses Netz in München auszubauen. Dann könnte man eigentlich sagen, auch wissend, dass jedes Jahr wieder mehr Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich entstehen und die Digitalisierung der Arbeitswelt natürlich massiv voranschreitet, ja bis hin sogar zum produktiven Bereich, dann könnte man sagen, okay, irgendwann müssen die Leute ja gar nicht mehr in die Arbeit fahren, weil die sitzen dann in Obermenzing und in Trudering und sind mit Breitband dann vernetzt. Nein, also die Unternehmen, das ist jetzt auch so eine Erscheinung, ja, die das bereits gemacht haben, die machen ja schon wieder einen Schritt zurück, die ich kenne. Das heißt, das ist schon wieder erforderlich, dass man mindestens ein, zwei Tage in die Zentrale kommt, weil dann geht dann doch nichts über das gute alte Meeting oder dass man mal zusammensetzt. Oder nehmen Sie das andere Beispiel, wenn wir heute Start-up-Zentren planen. Ja, dann planen wir die natürlich mit den Wohnungen dabei, in der ganzen Campus-Atmosphäre. Dann gibt es da große Begegnungsräume, teilweise im öffentlichen Raum, in den Gebäuden, weil natürlich alle kreativen Entwickler beieinander sitzen mal einfach zwei, drei Stunden, wenn die Sonne schön ist, erst recht, und sich dann gegenseitig befruchten. Also selbst die Vorreiter in der Szene, wo es am digitalsten zugeht, ja, leben davon, dass sie einfach unter Menschen zusammenkommen und da sitzen und sich wechselseitig befruchten. Und deswegen darf man das nie so extrem sehen und man braucht auch keine Angst haben. Ich habe vor kurzem, also wir machen ja jedes Jahr vom Referat für Arbeit und Wirtschaft also eine Beschäftigungskonferenz, wo wir uns dem Thema Arbeit widmen, auch unter Beteiligung von Soziologen und natürlich der Gewerkschaften. Und natürlich gibt es bei den Arbeitnehmern eine sehr weit verbreitete Angst. Ich glaube, ich habe sogar heute wieder irgendeine Umfrage gelesen, wo es mir unterstrichen wird. Habe ich meinen Arbeitsplatz noch in Zukunft? Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus in der Digitalisierung? Bin ich überhaupt noch, werde ich noch gebraucht? Oder falle ich vielleicht jetzt als 45-Jähriger schon raus oder irgendwie sowas? Und ich muss sagen, also gemach. Ich glaube, da braucht niemand Angst haben. Die Dinge werden sich nicht so einseitig extrem entwickeln, sondern es wird so sein wie bei jeder technologischen Revolution. Es wird viele Vorteile geben, die werden wir nutzen. Aber es werden trotzdem wird die alte Welt nicht untergehen, sondern aus der Verbindung von beiden wird Zukunft entstehen. Und Menschen sind immer noch Menschen, da haben Sie völlig recht. Ja, also da vielleicht noch ein, zwei Anknüpfungspunkte. Zukunft der Arbeit interessiert mich auch sehr. Da ist immer ein interessanter Punkt, den ich mir zumindest überlege. Ich bin ja jetzt sehr stark in der Digitalisierung, Automatisierung und so ein bisschen dabei, was gerade so vorne passiert. Und ich überlege mir oft, mir fällt eigentlich, also wenn ich mir irgendeinen Job rausgreife, dann könnte ich mir was mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde darüber Gedanken machen und ich bin mir relativ sicher, dass ich einen Großteil dieses Jobs automatisieren kann. Das heißt, bei mir fallen nicht so wahnsinnig viele Jobs ein, wo ich sage, da habe ich wirklich keine Ahnung, wie man den digitalisieren oder automatisieren kann. Und da stellt sich für mich dann schon die Frage, das eine ist das, dass man sagt, ja, braucht immer noch Menschen, es wird die Jobs geben. Das andere aber auch davor, ich glaube, die Angst ist berechtigt. Und ich würde auch nicht die Angst wegreden, sondern eher darüber nachdenken, wie wir die Gesellschaft leben, wenn eben viele Jobs vielleicht nicht mehr da sind. Vielleicht kommen sie alle, wer weiß, ja, aber vielleicht auch nicht. Und wir sollten, glaube ich, nicht den Fehler machen und den Leuten vorgaukeln, ihnen zu erzählen, nee, da werden ganz viele kommen und es wird nicht, euch wird man immer noch brauchen. Ich glaube, dass das gefährlich ist und dass das die Sorgen nicht da abholt, wo sie eigentlich, glaube ich, sind. Vielleicht nochmal, Herr Kerkloh, Sie hatten gerade einen interessanten Punkt, das große Bild aufmachen. Ich sehe das ganz, ganz genauso. Wir sollten das große Bild aufmachen. Das große Bild sind aber jetzt nicht nur 2 Jahre und nicht nur 4 Jahre, sondern vielleicht 5 bis 10 Jahre, vor allem, wenn wir über Infrastrukturinvestitionen sprechen. Sie haben ja selber schon die 18 Jahre genannt. Immer wieder erschreckend bei jeder Infrastrukturmaßnahme, was da für Zeiträume ins Land gehen. Aber das heißt, wenn wir jetzt auch wieder überlegen, wo sind wir denn in 18 Jahren, wenn wir heute sowas nochmal planen, fliegen wir dann eigentlich schon mit diesen bemannten oder diesen Drohnen, die dann irgendwie hintransportieren? Ja, haben wir die? Genau, deswegen ist es so wichtig, genau darüber zu sprechen, weil das hat natürlich eine Rückwirkung, ob wir uns für diese Infrastruktur entscheiden. Und es geht ja meistens darum, dass wir nicht beliebig Geld zur Verfügung haben, sondern dass wir überlegen, wo setzen wir unsere Ressourcen gut ein. Und da möchte ich schon auch vielleicht darauf hinweisen, jetzt halt noch eine weitere Fahrbahn zu bauen. Jetzt, wenn ich mal sage, mal an einer Autobahn, ich da hinschaue und sage, ich würde heute die autonomen Fahrzeuge da draufsetzen.
wie viel mehr Kapazität hätte ich da eigentlich, wenn die wirklich, die fahren ja quasi Zentimeter hintereinander, da kommt kein Stau, da kommt nicht eine biegt rechts ab oder links ab plötzlich oder bremst plötzlich, das passiert alles nicht mehr. Das heißt, wenn ich die maximale Kapazität der bestehenden Straßen nutze, reicht es nicht eigentlich. Also nur als vielleicht Frage in den Raum gestellt, weil es ja doch große Zeiträume sind. Ja, aber bei dem Thema Zukunft der Arbeit hat der Berger als Zukunft wahrscheinlich gezuckt. Muss dann auch nochmal widersprechen. Ja. Also aus unserer Sicht muss man tatsächlich keine Angst haben, weil es gibt zwei Sachen. Also es gibt einen großen Trend, den viele aus den Augen verlieren. Es verlassen in den nächsten Jahren, also wir sind keine empirischen Forscher, deswegen müssen wir uns dort auf unsere Forschungskollegen aus der Marktforschung verlassen, irgendwo so zwischen 3 und 7 Millionen Arbeitskräfte den Arbeitsmarkt. Die sind dann auch nicht mehr da. Die müssen auch irgendwie ersetzt werden und ganz viele Unternehmen machen sich heute Gedanken darüber, wie kriegen wir das eigentlich ersetzt. Das ist so ein Aspekt davon. Der andere Aspekt davon ist, es ist ein Irrglaube, wenn man annimmt, dass Computer, selbst wenn sie super intelligent wären, und da werden wir wahrscheinlich erst in 20, 30 Jahren sein, den Menschen simulieren können. Rechner, Rechenleistung funktionieren komplementär. Das vergessen viele Menschen. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt. PayPal, die haben sich vorgenommen, wir schaffen das Geld ab. Und die haben sich die besten Entwickler damals eingestellt, die der Meinung waren, wir schreiben einen Algorithmus, der erkennt jeden Versuch eines Kreditkartenbetrugs. Den haben die dann auch geschrieben. Dieser Versuch dauerte genau 2 Stunden und dann gab es ein neues Muster von Kreditkartenbetrug, was dieser Algorithmus nicht erkannte. Also haben sie noch mehr Entwickler und noch mehr Entwickler und noch neue Algorithmen. Zum Schluss sind sie einfach darauf gekommen, wie wäre es, wenn wir einen Algorithmus schreiben, der einem Menschen anzeigt, wo Auffälligkeiten sind. Und ein Mensch wertet aus. Dadurch ist ein neuer Beruf entstanden. Der Auswerter digitaler Informationen. Das sind neue Berufsbilder. Wir sind derzeit mit einem großen Mobilitätsunternehmen unterwegs, wo wir 6 Berufsgruppen untersuchen, wovon 2 möglicherweise durch autonomes Fahren komplett wegfallen werden. Aber wir untersuchen auch, welche Berufsgruppen entstehen durch neue Verhaltensmuster, die Menschen annehmen, wenn sie über Smartphones oder später über AR-Brillen miteinander kommunizieren. Und wie sieht dann in so einem Fall Kundendienst aus und welche Skills brauchen solche Menschen, damit man heute schon planen kann, wie ich dann, und das dann tatsächlich in Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Gewerkschaften, wie entwickle ich mein Personal, wenn ich heute zum Beispiel noch einen Triebfahrzeugführer brauche, wie entwickle ich ihn dahin, dass er in 8 Jahren, wenn die Züge autonom fahren werden, andere Dinge tun kann. Und also an der Stelle spüre ich mehr in Unternehmen eine Angst davor, was ist, wenn uns die Fachkräfte wegbleiben. Also genau so ist es und deswegen muss ich dem Herrn Ellison nochmal widersprechen. Also die Sorgen und Nöte von Menschen ernst nehmen, das ist klar. Das ist die wichtigste Aufgabe vor allem der Politik. Aber die Angst, sozusagen der Angst Recht zu geben, indem er sich noch befasst, was machen wir denn mit all den Leuten, die nachher keinen Arbeitsplatz mehr haben? Große Arbeitslosenprogramme oder was passiert da eigentlich? Das ist grundfalsch, weil es auch nicht der Realität entspricht. Also wer ja gerade versucht hat, auf der Welle zu reiten, ist ein gewisser Kanzlerkandidat namens Schulz. Nicht? Also während die Nachricht eintrifft, dass wir wieder eine Rekordniedrigarbeitslosigkeit haben in Deutschland, kommt der daher und sagt, er will das Arbeitslosengeld 1 verlängern. Und das ist das Bespielen eines Phänomens, das tatsächlich da ist. Den Deutschen geht es so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr oder vielleicht überhaupt noch nie, summa summarum. Aber es ist eine viel größere Angst als früher da vor dem sozialen Abstieg. Das hängt natürlich mit Unruhen auf der Welt zusammen. Ja, keiner weiß, was mit dem Trump ist. Putin führt Krieg an der Krim. Die Türkei entwickelt sich hin zur Diktatur. Das verunsichert alle, aber es hängt vor allem mit dem Umfeld zusammen. Und obwohl man selber in München so wohlständig wie nie zuvor lebt, so sicher wie nie zuvor lebt, hat man ein Vielfaches mehr Angst als vorher. Und wenn man das eben bespielt, wenn man als Politiker den Leuten einredet, ja, dann müssen wir unbedingt das Arbeitslosengeld 1 verlängern, weil euch trifft es gleich übermorgen, dann ist das Befeuern dieser Angst, was aber 0,0 der Realität entspricht. Und ich kann für München nur sagen, wir haben in München wirklich in den letzten Jahren Schübe der Digitalisierung. Ich war jetzt vor kurzem erst bei der Firma MTU. Das ist jetzt nun wirklich so ein klassisches Industrieunternehmen in München. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie die da ihre Teile fräsen. Und dann stehen da 6 Fräsen. Da standen früher
12 Leute, irgendwann waren es nur noch 6 Leute, aber es stand immerhin bei jeder Fräse stand noch einer. Das ist ein klassischer Werker, klassischer Blue-Collar-Job. Und jetzt komme ich dahin, dann steht ein einziger da für 6 Fräsen. Und der hat so ein iPad und überwacht, dass die computergesteuerten Dinger ihr Computerprogramm erfüllen. Nur das überwacht er. Es muss auch keiner mehr das zu fräsende Werkstück reintragen, weil das ist alles vollautomatisiert. Das kommt vollautomatisiert über ein Kransystem aus dem Lager, wird in die Fräse reingesetzt, dann wird das Ding gefräst und dann wird es auch wieder vollautomatisiert weggetragen. Das sind zig Arbeitsplätze weggefallen im Vergleich zu noch vor 10 Jahren. Aber witzigerweise haben wir in München seit Jahren eine Sockelarbeitslosigkeit, die nicht aus freigesetzten Werkern der MTU besteht, sondern die bestehen aus Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. Also da ist jemand 50 Jahre alt, ist eine Frau, spricht immer noch kein Deutsch. Ich erzähl mal die klassischen, es ist so, es ist die Wahrheit, ja. Und vielleicht auch noch psychisch krank, ja. Dann haben sie 4 Vermittlungshemmnisse, den bringen sie nicht mehr rein. Und das sind die Menschen, die also im Wesentlichen unsere Sockelarbeitslosen darstellen. Das heißt, irgendwo der Werker, der da vor 10 Jahren noch war, der hat jetzt einen anderen Job. Und das ist auch kein Wunder, weil wir bauen in München in den letzten Jahren im Schnitt immer so zwischen 20.000 und 25.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf. Ja, das nimmt, wenn man sagt, wir ziehen in München auch pro Jahr 20.000 Leute zu netto, ja, dann haben wir trotzdem mehr Jobs, als Leute netto zuziehen, weil die 20.000, die zuziehen, da sind auch Frauen und Kinder dabei. Also das heißt, wir bauen Beschäftigung auf, trotz dieses Phänomens, und da kann ich sagen, Leute, habt keine Angst. Ja, wir haben die ganzen letzten Jahre schon die Digitalisierung, und es führt aber nicht zum signifikanten Anstieg der Arbeitslosigkeit, was insbesondere den viel gelobten Facharbeiter betrifft. Also wir haben da eher das umgekehrte Problem. Also ich teile übrigens den Optimismus, gerade der Mittelstand, der Deutsche und Bayerische, hat mit der sozialen Marktwirtschaft es immer geschafft, diese Sachen noch zu seinem Vorteil zu nutzen. Aber bevor ich jetzt das Publikum in die Diskussion einbinde, möchte ich kurz zum Thema Infrastruktur und Stadtplanung zurückkommen und den Professor Wulfhorst noch was fragen. Und zwar ist viel vorher das Thema adaptive Stadt, also 3D-Druck von Häusern, ständig wechselnde auch analoge Infrastruktur. Sie hatten ja vorher auch gesprochen von der Planbarkeit, von der Erreichbarkeitsplanung. Wie ist eine adaptive Stadt, also quasi eine flexible Stadt, eine dezentrale Stadt eigentlich in Zukunft überhaupt leistbar oder wünschenswert? Eine schwierige Frage am späten Abend, in Anführungsstrichen. Vielleicht 2 kurze Gedanken dazu. Sie haben dieses Bild noch im Kopf von dieser Hieroglyphe für die Stadt. Ja? In dem Buch, aus dem ich das heraus fotografiert habe, sozusagen, steht das falsch. Da steht das nämlich senkrecht auf dem Kopf wie unser abendländisches Kreuz. So ist die Stadt nicht. Die Ägypter waren schlauer und haben das tatsächlich in dieser dynamischen Form gezeichnet. Das heißt, dass eine solche Stadt sich ohnehin jederzeit auf sich selbst neu erfindet. Ja, wir haben zu tun mit Nachverdichtung, Innenverdichtungsprozessen in bestehenden Wohnquartieren, mit jede Menge großen Fragen. Es ziehen, ich glaube, korrigieren Sie mich, Herr Bürgermeister Schmidt, im Jahr etwa 200.000 Leute innerhalb von München um. Es ziehen also 80.000 oder 120.000 ziehen zu, 80.000 ziehen weg. Aber es gibt auch noch eine ganze Menge, die innerhalb der Stadt umziehen. Von 1,5 plus x Millionen Einwohnern. Das ist also enorm viel, was da an Bewegung passiert. Und ich denke, dass in diesem Zusammenhang ganz viele Adaptionsprozesse stattfinden. Wir machen die Evaluation von der Parkstadt Schwabing und der Tram 23 angefangen, jetzt zum Domagpark in einem weiteren EU-Projekt, das früher mal die Funkkaserne war. Da entsteht genossenschaftlicher Wohnungsbau, neue Parks, neue Schulen und so weiter. Und auf der anderen Seite findet man dann die erste Mobilitätsstation, die jetzt viele Nachahmer findet an der Münchner Freiheit, wo genau diese Dinge auch wieder zusammenspielen. Und zwar, um das noch kurz zu erwähnen, digital, also als virtuelle Vernetzung zwischen den Carsharing-, Bikesharing-Anbietern in einer App, aber eben auch konkret physisch vor Ort. Und das muss genau zusammenspielen, diese beiden Dimensionen, damit das auch ein Erfolgsmodell wird. Und dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass sich die Stadt weiterhin anpassen kann. Und ich würde eher dazu tendieren, jetzt ist der Kollege von Nokia, der Herr Schuster, leider schon weg,
Der hat ja sehr stark dafür plädiert, und Sie haben es auch gesagt, die Infrastruktur wahnsinnig intelligent zu machen, da ganz viel Sensoren und Technologie reinzusetzen. Ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend. Also die Straße, ganz klassisch und nackt, ist eigentlich so ziemlich das nachhaltigste Verkehrssystem, was wir kennen. Das mag ein bisschen provokant klingen an manchen Stellen, aber wir fahren eigentlich immer noch auf römischen Straßen, nur halt mit anderen Vehikeln. Und ich glaube, in der Richtung gehen wir auch letztendlich weiter. Ja, dann würde ich das Publikum einladen, Herr Professor Wacker, der langjährige Vorsitzende unseres Ausschusses für Forschung und Entwicklung, Patentanwalt, hat schon die Hand gehoben. Ja, vielen Dank zunächst an den Herrn Schmidt. Ich denke, je mehr die Menschen haben und erwerben, desto größer ist die Angst, auch zu was zu verlieren. Wer nichts hat, auch hat keine Angst zu verlieren. Also ich glaube, wir wollen ja, dass die Menschen mehr haben, wenn man konservativ denkt. Und dann ist halt die Angst begleitend. Aber zum Thema Smart Infrastruktur denke ich, ich bin geborener Münchner, bin aber nach Freising gezogen, weil ich das vorhergesehen habe, dass die rote Politik den Stau plant. Jetzt, wenn man die Chance hat, vielleicht politisch was zu bewirken, könnte man den Stau vermeiden, indem man intelligente Ampeln, smarte Ampelsteuerung macht, so wie in Freising haben wir smarte Ampelsteuerung und die funktioniert gut. Eine Anmerkung für Herrn Kerkler, wenn Sie so viele grüne Flieger hier haben, also Passagiere, dann wäre es eine Empfehlung, einen Radweg von der Isar zum Flughafen zu machen, dann können die Leute mit dem Radweg darüber fahren und nach Freising verlängern. Ah, wunderbar. Man sieht auf den Plakaten immer nur die Autos, wenn die Fahrräder mit anzeichnen und vor allem in die jüngste Stadt Freising die Grünen dann auch noch ans Fahrrad anbindet, da haben wir noch Pedelec-Stationen, die dann geladen werden hier. Danke. Also Frage an Bürgermeister Schmidt und ich denke auch Professor Wulfhorst, was sind die Möglichkeiten der intelligenten Verkehrssteuerung, Ampelsteuerung in München? Ich warte ja auch immer drauf. Sie sehen schon, kein einfaches Thema. Also man kann eine Ampel steuern, aber man kann nicht allen Seiten gleichzeitig grün geben. Und da liegt so ein bisschen der Hund begraben. Also ich warne auch ein Stück weit davor, diese Effizienz auszureizen. Und man kann natürlich jetzt hoffen, autonome Fahrzeuge bringen da wahnsinnig viel. Zunächst einmal bewirken sie genau das Gegenteil. Weil an einer solchen Kreuzung nämlich sehr viel an sagen wir mal, Kommunikation über das Regelwerk hinaus stattfindet. Das können die autonomen Autos nicht. Die müssen sich streng an die Regeln halten. Das führt dazu, mein Kollege Fritz Busch hat es ausgerechnet, dass die Kapazität von diesen Ampeln zunächst einmal ziemlich in den Keller geht. Interessanterweise. Ja? Das heißt, diese Mischverkehrssituation ist ein ganz schwieriger Prozess. Ja, und ansonsten denke ich, kommt es tatsächlich auch auf die Prioritätensetzung an, genau wie bei diesen superkomplexen, was weiß ich wie, smart, mechanistisch betriebenen Modellen. Einer muss sagen, wie die Regel funktioniert. Und da gibt es natürlich auch Regeln, die sagen, wenn da eine Straßenbahn fährt mit 50 Leuten drin, dann bekommt die grün. Und die ist vielleicht nicht so unsinnig. Ja. Es gibt inzwischen sogar in München eine koordinierte Lichtsignalstrecke für Fahrradfahrer in der Maxvorstadt. Und das ist auch interessant. Also man kann diese Steuerungsalgorithmen nach unterschiedlichen Prioritäten steuern. Und da geht es immer auch um eine klare Positionierung letztlich der Prioritäten, die dann was mit Klimaschutz oder mit Gesellschaftspolitik oder auch mit Wirtschaftsförderung zu tun haben mögen. Aber ich glaube, man muss das dann auch entsprechend kommunizieren. Ja, also es gibt seit wenigen Wochen in der Schellingstraße den Pilotversuch, der aber noch nicht wirklich hinhaut, weil natürlich da auch noch ein Bus fahren muss und damit geht es dann schon los. Und das sind so Probleme, weil vielleicht bietet uns die Wissenschaft und die Technik da noch irgendwann die eierlegende Wollmilchsau. Aber das ist eben schon genau das Problem. Wenn man halt mehrere Verkehrsmittel auf einem Weg hat, dann wird es schwierig. Deswegen plädieren wir von der CSU ja genau dafür, dass wir versuchen, eben parallel zu den großen Autorouten in Seitenstraßen, Nebenstraßen, die Fahrradschnellstraßen zu etablieren. Also nicht beides nebeneinander und Austausch von Flächen, sondern Generierung von zusätzlichen Flächen, also von Straßen, die heute bloß Wohnerschließungsstraßen und Parkstraßen sind. Klar, da müssen dann auch Parkplätze wegfallen, das muss ich dann auch einräumen, als jemand, der sonst auch dafür sorgen will, dass wir die Parkplätze haben, damit die Autos nicht überall oben rumstehen, sondern am liebsten unter der Erde. Aber
Das ist, glaube ich, wichtig, weil wir schon jetzt erkennen, schon wieder bei diesem Versuch, dass das Miteinander einfach noch eine, zumindest noch eine zu große Komplexität hat, als dass man das in Einklang bringen könnte. Ich bin gespannt, ob wir es in der Schellingstraße hinbringen. Wir haben jetzt einige grüne Phasen mehr, seit es uns in der Stadtregierung gibt. Aber wir kommen auch an Grenzen. Also ich bin jetzt just vor 2 Wochen bei meinem Schulfix von Radio Arabella gefragt worden, weil die so Umfrage gemacht haben, was ist die lästigste Ampel? Und dann sind es ausgerechnet mit der Ampel Dachauer Straße, Ecke Schwere Reiterstraße, Leo-Ruhr-Platz dahergekommen. Und das muss ich jetzt wirklich sagen, da stehe ich selber immer. Ja, aber da fällt mir auch nichts ein, weil einfach der Querungsverkehr ist in der Tat das recht hoch, weil einfach auf dieser ewig breiten, schweren Reiterstraße kommen natürlich auch viele, die vom Osten in den Westen wollen und umgekehrt Ganzenhausen-Nymphenburg, die da vom Westen in den Osten wollen, die queren da halt so rüber und sowas werden wir einfach nicht lösen können. Können wir nur Tunnels bauen und so, die kosten einen Haufen Geld, ist schon richtig, aber das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn dann oben immer noch Autos fahren, sondern Tunnels müssen dann schon einen Mehrwert bringen oben für die Bevölkerung, sonst glaube ich, bringt man es politisch gar nicht mehr durch. Also es passiert da schon einiges, ich glaube, ich muss mal wieder nach Freising fahren, weil da war ich schon lange nicht mehr, da muss man mal anschauen, was da so los ist. Wenn ich jetzt keine weitere Frage aus dem Publikum habe und es sieht fast so aus, dann hätte ich, hier. Also die letzte, also muss nicht sein. Nein, die letzte Publikumsfrage. Ich habe dann noch eine Abschlussfrage, aber dann passt. Ja, Ralf Busch, ich bin inaktives Wirtschaftsbeiratsmitglied, heute mal da. Ich bin etwas traurig von dem Ansatz Wachstumsbremse Infrastruktur, dass wir nur über Metropolen sprechen. Es ist natürlich klar, dass wir sind hier am Flughafen, wir sind München orientiert. Aber ich glaube, wenn man das ganze Land nimmt und auch die Zukunft der Demokratie, dann geht es eigentlich in den Städten mehr um ein Luxusthema, Digitalisierung, während das Land verödet, die Infrastruktur, wie wir vorhin gehört haben von Nokia, dass wenn es kein Geld gibt für den Ausbau von Datennetzen, dann findet das auch nicht statt. Und das führt zum Zuzug in die Metropolen. Oder dass, wenn auch in Bayern, von 12 Millionen, ich glaube so 20% der Gesamtbevölkerung wohnen in Großstädten, dass 80% der Bevölkerung unter Umständen der Demokratie irgendwann mal Adieu sagen. Also es ist überzogen. Aber da könnte viel geschehen mit E-Learning, mit stärkerer Einbindung, stärkeren Datenleitungen und auch dieser intelligenten Mobilität überhaupt. Herr Schmidt, Herr Berger. Also ich bin jetzt ja kein Landespolitiker, sondern tatsächlich zweiter Bürgermeister von München und genau deswegen befasse ich mich mit der Großstadt. Aber jetzt sagen wir mal so, also der Erste, der lautstark vor 10 Jahren, oder vielleicht ist es kürzer her, getrommelt hat, Stärkung des ländlichen Raums, ist Erwin Huber, ja, CSU-Wirtschafts- und Finanzminister. Mittlerweile ist es eine These, die mir ständig in Diskussionen von Menschen entgegengehalten wird, die eigentlich eher im grünen Spektrum angesiedelt sind, die also im Grunde dieses Wachstum von Großstädten negieren, die wollen es auch nicht haben. Ja? Und wenn ich denen sage, ihr könnt doch, was wollt ihr, wir können doch nicht das Recht der Freizügigkeit, wofür Generationen gekämpft haben, als es in der Verfassung steht, wofür wir in Europa gekämpft haben, im freien Europa, das können wir doch bitte nicht wieder abschaffen und wir können auch keine Stadtmauern aufbauen, dann sagen die immer, ja, ihr müsst halt einfach den ländlichen Raum stärken. Also erstens mal ist es Politik der CSU, wie von keiner anderen Partei. Aber jetzt kommen wir halt zu dem Punkt. Wir haben doch heute stets, ständig und überall in München, genauso wie in ganz Bayern, die Frage, wo setzen wir effizient Steuergeld ein? Also in München zum Beispiel ist es ja so, dass wir kein Einnahmeproblem haben, sondern wir haben auch blicken 2017 wieder auf das 5. Jahr in Serie von Rekordgewerbesteuereinnahmen. Und trotzdem haben wir spätestens nächstes Jahr ein Finanzierungsthema, das Verschuldungsthema auf der Agenda der Stadtpolitik, weil wir so viel investieren müssen und weil das so teuer ist, dass wir trotz Rekordeinnahmen das ohne Netto-Neuverschuldung nicht können. Also nur mal ein Beispiel, wir haben letztes Jahr ein Schulbauprogramm beschlossen, 1,5 Milliarden. Jetzt in ein paar Wochen beschließen wir den zweiten Teil des Schulbauprogramms, 1,7 Milliarden. Wir müssen in München Status quo heute plus Planung bis 2030, 27 Grundschulen neu bauen,
5 Realschulen, 11 Gymnasien und an 60 vorhandenen Schulen Einzelmaßnahmen durchführen, die auch mal schnell 1 Million kosten, wie hier eine Mensa und da ein Fachlehrsaal. Jetzt habe ich nur mal den Bereich soziale Infrastruktur abgeschichtet. Wir bauen noch ein paar Kindergärten, aber da haben wir vor allem zurzeit das Personalproblem. Wir haben nicht mehr das Raumproblem bei Kindergärten, sondern wir kriegen keine Erzieherinnen und Erzieher mehr. So, dann haben wir das Thema Verkehrsinfrastruktur angesprochen. Tunnel Landshuter Allee, noch vage Schätzung 500 Millionen. Tunnel unter dem Englischen Garten 125 Millionen. Verlängerung der U5 von Leim nach Pasing 650 Millionen. Dann haben wir das Thema zweite Stammstrecke. Das ist ja ein Thema, das vom Freistaat betrieben wird. Aber da weiß ja auch jeder, dass das Ding über 3 Milliarden kostet und der Freistaat hier Rekordsummen in die Stadt stecken muss. Sogar noch die ganze Vorfinanzierung für den Bund macht, irrwitzigerweise. Ja, jetzt könnte ich weitermachen. Gerade wenn ich Sie betrachte, dann wird mir wahrscheinlich von Ihnen jeder zustimmen, dass es sich nicht in der Verkehrspolitik und in der Schulbaupolitik und in Wohnungspolitik, habe ich noch gar nicht angesprochen, 870 Millionen im Wohnungsbauprogramm Wohnen in München 6, nochmal 200 Millionen, was wir Eigenkapitalbasis, Stärkung des Eigenkapitals in die städtischen Wohnungsbaugesellschaften gegeben haben. Das habe ich noch gar nicht angesprochen. Aber Sie werden auch alle zugeben, eine Metropole wie München, und da kann man auch nicht mit dem ländlichen Raum dagegen argumentieren, braucht auch Kultur. Wir sind ja auch eine Kulturstadt. Und wenn ich mal schaue, Gasteig, 450 Millionen Generalsanierung, neues Münchner Volkstheater, 120 Millionen. Der Konzertsaal, das ist Freistaat, das interessiert mich immer nicht so, aber da muss der Freistaat 300 Millionen reinstecken, völlig richtig. Münchner Stadtmuseum, 250 Millionen Generalsanierung. Dann sehen Sie, was eigentlich an Investments hier erforderlich ist. Wenn ich jetzt von der staatlichen Seite komme, da muss ich sehr genau überlegen, wo stecke ich die staatliche Unterstützung, sei es der Freistaat oder die bundesstaatliche, wo stecke ich die hin? Und es ist halt einfach mal effizienter für zigtausende, zehntausende von Menschen in München eine gescheite U-Bahn-Verbindung zu bauen, als im ländlichen Raum viel zu machen. Wobei ich jetzt bewusst sage, was wir im Blick haben müssen, das ist völlig richtig, das ist die Metropolregion. Das ist die Metropolregion. Also an der Stadtmauer Halt zu machen, also wir müssen auch U-Bahnen über die Stadtgrenze hinausdenken. Die Stadt Germering hat jetzt gerade mal den politischen Willen formuliert letztes Jahr, dass sie gerne eine U-Bahn hätte, was natürlich das Thema Verlängerung der U5 nicht nur von Leim nach Pasing, was beschlossene Sache ist, sondern eben von Pasing nach Freiham und dann darüber hinaus nach Germering natürlich anspricht. Und wir diskutieren in dieser ganzen Metropolregion, Professor Wulfers hat das ja auch schon angesprochen, natürlich darüber, wir wollen, dass die Umlandgemeinden mehr Wohnungen bauen. Die sagen, das machen wir nur dann, wenn wir vernünftige Verkehrsmittel bekommen. Und Gewerbe eben auch, das habe ich ja auch gerade angestoßen jetzt, weil das eben genauso wichtig ist. Da darf man nicht mehr auf den einen Euro Gewerbesteuer luxen und voller Neid erfüllt sagen, das gönnen wir nicht der kleinen Gemeinde im Umland. Also von meinen 330 Unternehmen auf der Warteliste kann jede Umlandgemeinde gern welche abhaben, wenn die Gewerbe ausweisen. Weil mir ist es auch recht, wenn die auch Gewerbesteuer stark weiterhin sind und vielleicht dann auch mal einen Teil des Geldes dann wiederum auch in Verkehrsinfrastruktur mit investieren. Also unter Föhring ist ja bereit, mit seinen Hunderten von Millionen an Rücklagen bei knapp 10.000 Einwohnern wenigstens einen Teil dieses Föhringer Rings mit zu finanzieren, was eben dringend erforderlich ist, damit der Föhringer Ring bald kommt. Also das muss man schon mal, also ich glaube, keine Partei macht so viel wie die CSU zur Stärkung des ländlichen Raums, aber das sind die Bemühungen unter Effizienzkriterien sicherlich auch bald wieder am Ende und deswegen müssen wir diesen Trend der Verstädterung einfach nachkommen durch ein Weiterfassen des Begriffs im Sinne der Metropole und eine Stärkung genau da, wo eben wirtschaftliche Prosperität stattfindet, wo aber die Leute eben auch hinwollen. Außerdem bedeutet die Digitalisierung sicherlich auch eine Chance für den ländlichen Raum, aber ich steige da jetzt gar nicht so tief ein oder gar nicht. Ich habe jetzt noch eine provokante Abschlussfrage an den Michael Kerklo und den Josef Schmidt. Wie ist es jetzt mit der Anbindung des Flughafens an die Stadt München? Wann kommt die, wie schaut die aus oder sind es am Schluss die autonomen Drohnen, mit der wir vom Dach des neuen Hauptbahnhofes zum Flughafen fliegen? Wahrscheinlich Letzteres. Ja, hatte ich befürchtet, die Antwort. Nein, aber die Frage zielt ja genau auf das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir keine Lobby für analoge Infrastruktur mehr haben. Ja, also ich meine jetzt in der öffentlichen Debatte, im öffentlichen Diskurs. Es ist völlig klar, das Schienennetz um den Flughafen herum ist mehr als 100 Jahre alt. Da ist nichts dazugekommen. Da ist nichts dazugekommen, außer die beiden S-Bahnen zum Flughafen. Die sind völlig überlastet. Forderungen, fahrt doch mehr mit dem Zug.
Die sind schon deshalb in einer ansehnlichen Größenordnung gar nicht möglich, weil überhaupt gar keine Kapazitäten mehr da sind auf der Schiene. Ja? Das ist so hochnaiv, was da zum Teil debattiert wird. Es braucht einen dringenden Ausbau des Schienennetzes. Von 2 auf 4 Spuren eigentlich müsste es gehen. Jetzt, das ist eine fromme Forderung, weil ich ganz genau weiß, wie die Planungsprozesse dazu aussehen. Deswegen ist ja besonders traurig, dass so mal mit einem Federstrich und mit Beifall der gesamten Münchner Bevölkerung so ein Transrapid gekillt worden ist. Der war nicht durchfinanziert, die Milliarde, die gefehlt hätte, hätten wir aber gekriegt. Aber er war planfestgestellt und hätte gebaut werden können. Und dass die Münchner dazu Beifall geklatscht haben, weil es natürlich, die Diskussion Landshuter Allee war damals, nicht, und man stirbt, wenn man neben dem Transrapid wohnt. Ja, das sind so die Themen gewesen. Und die Politik hat versprochen, das waren jetzt andere, ne? Andere Partei, die hat versprochen, wenn der die mitgeholfen hat, den Transrapid zu killen. Dafür kommt natürlich konventionelle Schieneninfrastruktur. Es ist nichts passiert, das ist fast 10 Jahre her, da ist null passiert. Gar nichts. Bitte? Ja, ist 11 Jahre schon her? Gut. Ich wurde nur damals in meiner Aufgabe, da war ich ja schon Chef hier, genötigt von der damaligen Stadtregierung, so schnell wie möglich den Transrapid, der hier als Modell stand, abzubauen. Damit dieses Fanal von technologischem Wahnsinn aber möglichst schnell verschwindet, ja, ins Museum. Und wir haben nichts dafür gekriegt. Natürlich war das eine Technologie, da kann man drüber reden, ja, aber es hätte auf jeden Fall entlastende Wirkung gehabt für die gesamte Stadtentwicklung. Es wäre ein Solitär gewesen, wie auch immer. Also S-Bahn, schnelle S-Bahn sehe ich nicht besonders schnell, weil wir haben Pläne, Schubladenpläne, ist alles fertig, wir würden auch selber den Zug betreiben. Wir haben auch das Geld. Es fehlen in Anführungsstrichen Slots auf der Schiene. Es sind komplexe Prozesse mit Schrankenschließzeiten. Die Bevölkerung ist dagegen, dass da mehr Schienenverkehr, die da wohnt, ist dagegen, dass mehr Schienenverkehr passiert. Ja? Diese Themen muss man auflösen, deswegen habe ich nochmal gesagt, wenn wir keine Lobby kriegen und wenn nicht jeder etwas dazu beiträgt, dass wir einen Bewusstseinsstand bekommen in der Stadt, dass das notwendig ist und etwas gebaut werden muss. Da kann man noch in 50 Jahren sich das anschauen, wie das hier läuft. Nicht? Also deshalb ist das so, so wichtig, dass man das mit adressiert. Und im Übrigen noch etwas: eine Stadt, die so toll ist wie München, die so viel bietet, die den Bürgern so viel bietet, die darf auch mal an der anderen Ecke von den Bürgern was verlangen. Ja? Also nämlich Unterstützung bei den Projekten. Ja, finde ich auch. Aber jetzt könnt ihr sagen, jetzt machen Sie das mal in der Praxis. Also ich meine, die Konzeption von Herrn Kerklo ist, was er angesprochen hat, dass man auf der Linie der S1 jetzt vom Flughafen bezahlte Expresszüge einsetzt, die schnell in die Stadt reinfahren. Bedeutet, das sind die Kapazitäts... Ja, aber da wird es ja nicht besser. Also das ist ja so, bei der S1 haben wir die Thematik, dass wir heute 3 schwierige Bahnübergänge haben. Und was sich abzeichnet, ist, dass es nicht ausreicht, diese 3 Bahnübergänge wegzumachen. Wobei die Konzeption eh bloß vorsieht, mal 2 wegzumachen. Beim dritten schauen wir mal. Ja, ist natürlich eine günstige Lösung, in Anführungszeichen, weil pro Bahnübergang können Sie mit 25 Millionen rechnen. Also bei 3 wären es 75 Millionen. Was sagt die Bevölkerung? Die sagt, wenn ihr das Thema endlich angeht, was aber auch höchste Zeit wird, dann wollen wir bitte eine Volluntertunnelung haben. Bei der Volluntertunnelung reden wir ja sofort über 500 Millionen. 400, 500 Millionen. So. Und deswegen sieht die derzeitige Konzeption ja vor, dass wir die Express-S-Bahn zum Flughafen auf der Linie der S8 im Münchner Osten machen, bei 4-gleisigem Ausbau, der kommen muss und die übliche Finanzierung bezahlt, also sprich die Bahn, aber eben bei Komplettuntertunnelung, war im Stadtrat überhaupt gar nicht anders durchzusetzen und vor der Bevölkerung vor Ort nicht anders durchzusetzen, bei Komplettuntertunnelung, was halt die Stadt dann als freiwillige Maßnahme, weil wird vom Gesetz nicht finanziert, halt schlappe 800 Millionen kostet. Jetzt sind wir übrigens beim ländlichen Raum wieder. Gell? Also es sind alles die Kosten, die im Ballungsraum anfallen und die müssen wir, irgendwer muss die zusammentragen. Ja, das haben wir beschlossen, dass wir das machen. Wir haben noch die 800 Millionen, stehen aber noch in keinem Finanzplan. Und jetzt kommt's,
Das ist ja der Aberwitz der Geschichte. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen ewig warten, bis die zweite Stammstrecke kommt. Jetzt kommt die zweite Stammstrecke, jetzt wissen wir es. Wir haben als Stadt da für diese Lösung jedenfalls alles getan, was man tun kann. Wir haben nochmal gesagt, wir bauen da auch den Tunnel. Jetzt hören wir aber von der Bahn, dass da die Planungen erstmal so in Post-Stammstreckenzeiten, so in 10 Jahren vielleicht angefangen werden und in 15er oder 20er fertig sind oder irgendwie sowas. Das ist völlig unbefriedigend natürlich, weil das gehört zum Gesamtsystem dazu. Und wenn man vernetzt denkt, dann weiß man, wir haben einen super Flughafen, ja, der auch nach meiner Vorstellung, nach einem weiteren Bürgerentscheid, den ich auch für gewinnbar halte, wachsen muss mit der dritten Staatenlandebahn. Aber da muss ich natürlich auch gescheit anbinden und dann müssen wir natürlich auch entsprechend schauen, dass wir diese Untertunnelung dahin bringen. Es ist wirklich völlig unbefriedigend, dass die Bahn, die das weiß von der Stadt, weil das ist die Konzeption seit Untergang des Transrapids, den ich übrigens in gleicher Weise bedauere wie Sie. Ja. Seitdem weiß die Bahn das auch, weil seitdem ist das Beschlusslage der Stadt, dass wir die Express-S-Bahn auf der S8-Trasse bauen. Aber das ist auch so ein Denken, dass man nur sagt, es ist eine zweite Stammstrecke. Und dann erst fängt man jetzt mal an, gemütlich weiterzudenken. Das ist bei so einem Großprojekt zu langsam. Also auf Deutsch, doch die autonomen Drohnen vom Dach des Hauptbahnhofs. Also ich muss da nur kurz erwähnen, Michael Kerkel und ich haben uns kennengelernt, als wir beide im Vorstand einer Gesellschaft saßen, die hieß Bayern Pro Rapid. Es war 2008, wir haben für den Transrapid gekämpft. Josef Schmidt übrigens auch. Er hat damals zum ersten Mal für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert und hat da schweren Schaden genommen, weil er sich in München tatsächlich für den Transrapid hingestellt hat. Und wir hatten damals ein subversives Plakat, das wir aber nicht veröffentlicht haben. Da saß ein Skelett in einem Wartehäuschen mit einem Schnurrbart und da stand drunter: Christian Ude wartet auf die Express-S-Bahn. Aber gut, also erstmal an das Podium. Vielen Dank für die wirklich muntere Diskussion. So habe ich mir das vorgestellt. Ich musste keine Meinung sagen, sondern Sie haben Ihre Meinung selber vertreten. Hervorragend. Vielen Dank an Sie alle, die so diszipliniert mitgemacht haben. Es war wirklich ziemlich dicht, ziemlich schnell. Teilweise auch der Vortragsstil ziemlich kreativ und schnell. Danke, Vincent. In dem Zusammenhang fasse ich kurz zusammen. Ich denke, man kann sagen, wir dürfen, haben auch ganz klar gesagt, der Wert des analogen öffentlichen Raums, den müssen wir erhalten, den dürfen wir nicht unterschätzen. Zweitens, die Digitalisierung ist ein Teil, ein wichtiger Teil und kann viel nutzen, ist aber eben nur ein Teil. Drittens, Daten sind Kern und wichtig. Und ich nehme das jetzt auch sehr ernst, was der Professor Wulfhorst sagte, dass gerade die Wissenschaft darauf wartet, dass die Region mehr Daten produziert und dann da auch mehr draus gemacht werden kann. Ich denke, das ist ein wichtiger Appell an die Verwaltung, Daten sammeln und zur Verfügung stellen. Und zuletzt natürlich gerade für München, die Lösung liegt in der Metropolregion, 500 Millionen Einwohner. Wir brauchen hier die Infrastruktur, wir brauchen die analoge Infrastruktur, wir brauchen die intelligente digitale Infrastruktur. Das ist die Zukunft. In dem Sinne, die kurzfristige Zukunft liegt im Buffet. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.